Wir selber, wir wohnen im Blaubeerwald. Wir haben uns schon auf das heiße Thema 2012 vorbereitet. Seit 11 Jahren leben wir in einem wunderschönen Ort mitten im Wald, sind also entsprechend vorbereitet für die Dinge, die da kommen könnten. 2012 ist ja ganz ein heißes Thema, weil es die Geister scheidet. Es gibt da im Großen und Ganzen zwei Parteien. Die einen reden vom Weltuntergang, weil angeblich der Maya-Kalender dann enden soll. Das ist natürlich wieder ein Muss für alle Apokalypto-Fans, die irgendwo Genugtuung dran finden, den Menschen Angst zu machen und natürlich auch eine Hoffnung damit verbinden, wenn dann alles untergeht, dann müssen wir die Scheiße, die wir selber verursacht haben, nicht mehr aufräumen. Das ist so, das ist natürlich eine bequeme Ausrede. Und die andere Seite, das sind die Aufstiegsfans, die sagen, ja, 2012 wird die Menschheit kollektiv aufsteigen oder zumindest die Guten. Die Bösen werden dann entkörpert und müssen woanders weiterhin in die Schule gehen. Sind also beide sehr extrem. Ich bin da etwas anderer Meinung. Ich suche sozusagen den goldenen Mittelweg, wie bei vielen Dingen. Wir selber, wie gesagt, leben im Blaubeerwald, ein wunderschönes Paradies mit vielen Tieren, weil darum geht es natürlich auch. Wir sind ja eigentlich als Menschen Hüter dieser Erde und sollten unseren jüngeren Geschwister Unterstützung geben. Wir sollten die Erde unterstützen und hüten und nicht einfach nur macht euch die Erde untertan, wie das in den letzten 5000 Jahren gelebt worden ist, mit entsprechenden Konsequenzen und Nebenwirkungen. Aber Nebenwirkungen kennen wir ja, steht ja auf irgendeinem Beipackzettel. Wenn man da angebliche Gifte zu sich nimmt, die heilen sollen. Der Maya-Kalender und die Jetztzeit-Countdown 2012, wir sind ja schon in einer sehr heißen Phase, 2009, ist ja nicht mehr lange hin. Und wenn man so anschaut, auf der einen Seite die Weltuntergangspropheten, ja, es wird langsam heiß, also die Erde spielt immer verrückter, das Wetter spielt verrückter, die Wirtschaft spielt verrückter, unsere soziale Gesellschaft spielt immer verrückter. Und da kann man schon ein bisschen Angst kriegen, wenn man so sieht, was momentan alles passiert. Schauen wir mal, ob ich in diesem Vortrag euch ein bisschen Aufklärung bieten kann, dass es eben nicht so dramatisch ist und dass jeder Mensch ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist. Aber maßgeblich auch aktiv sich daran beteiligen muss. Also nicht einfach auf dem Sofa liegen, ein bisschen meditieren oder ja, und dann glauben, alles wird gut. Das ist diese sogenannte Zolkin, der Maya-Kalender. Eigentlich kein Kalender, eigentlich etwas ganz anderes. Es ist nämlich eine Lichtzeitmatrix, wie wir noch sehen werden, kodiert sozusagen die Evolution des Lebens in unserem Universum oder in unserem Kosmos, spezifisch natürlich auf uns Menschen hier auf der Erde bezogen. Es ist nicht ganz original, der Maya-Kalender, das hier wird der Dream Spell genannt von José Argüelles. Ich lebe aber seit 13 Jahren mit diesem System, erforsche es auch, suche auch Grundlagen in den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, als auch in den alten spirituellen Philosophien und lebe also damit schon jeden Tag. Zolkin heißt auch das Zählen der Tage. Kin steht repräsentativ für die Sonne, also jeden Tag, wenn eine neue Sonne aufgeht. Was ja nicht ganz richtig ist, die Erde dreht sich ja nur, die Sonne ist immer im Zentrum unseres Sonnensystems. Und hier in diesem kodierten Symbol verstecken sich viele wissenschaftliche Erkenntnisse, ob das jetzt nun die Astrophysik ist, ob das die Quantenphysik ist, ob das die Genetik ist, ob das Evolution ist. Also ganz viel haben wir in diesem Symbol, was mich, seitdem ich das erste Mal in einer Zeitschrift gesehen habe, nicht mehr losgelassen hat. Ich habe also die Seite ausgerissen, obwohl ich es nicht verstanden habe, aber es hat mich berührt. Irgendwas hat das mit mir angestellt und hat mich dann dazu bewogen, im Laufe der Jahre immer tiefer in das Thema einzusteigen. Ich möchte aber anfänglich noch kurz etwas zu der Maya-Kultur sagen, die ja offiziell eine sehr kriegerische, primitive Steinzeitkultur ist oder sein soll, die auch Menschenopfer getätigt hat. Mein Bild der Maya, auch aufgrund meiner zahlreichen Mexiko-Reisen, ist da etwas anders. So wie ich die Mayas kennengelernt hatte, als Hochkultur, die ihre Hochphase zwischen ungefähr 0, also dem angeblichen Geburt Jesus, und ungefähr 900 nach Christus gehabt hat, war sozusagen eine hochspirituelle Kultur, die dem damaligen Europa weit voraus war.
Man darf auch nicht vergessen, woher kommt denn die Geschichte, wie die Maya angeblich waren. Das kommt aus dem 16. Jahrhundert von den Conquistadores und der katholischen Kirche. Die Eroberer damals, die in dieses Gebiet eingedrungen sind, waren hauptsächlich Söldner, Soldaten, Verbrecher, Abenteurer, die etwas Neues gesucht haben oder irgendwelche Gründe hatten, dass sie von Europa abgehauen sind. Und natürlich die katholische Kirche. Europa zur damaligen Zeit war selber im finsteren Mittelalter, praktizierte selber zahlreiche Kriege, war sehr blutrünstig und praktizierte wortwörtlich Menschenopfer, die katholische Kirche mit ihrer Inquisition. Und dieses Weltbild hat man sozusagen auf die Nachfahren der Maya, nämlich auf die Azteken und Tolteken, projiziert, wobei die Azteken schon sehr kriegerisch waren, aber die eigentliche Hochkultur der Maya wurde von keinem Europäer gefunden oder begegnet. Das waren alle, sagen wir es mal, 600, 500, 600 Jahre nach ihrem Untergang, in Anführungszeichen. Also dieses Bild, was unsere offizielle Geschichtsschreibung uns hinterlässt von den Maya, ist mehr oder weniger eine Projektion der damaligen Zeit in Europa. Die Maya selbst war ein sehr kosmisches Volk, die sich vordergründig auf einen Gott bezogen habe. Ihr höchster Gott war Hunabku. Hunabku angesiedelt im Zentrum unserer Milchstraße, das galaktische Zentrum, was ja auch in der heutigen Astrophysik immer interessanter wird, weil man merkt, das galaktische Zentrum tut etwas mit uns. Sie ernannten also Hunabku, diesen obersten Gott, der Schöpfer von Maß und Zeit, der überall gleichzeitig ist. Überall gleichzeitig impliziert schon wieder quantenphysikalische Vernetzungen. Das heißt, für sie war zum einen dieser personifizierte Hauptgott im galaktischen Zentrum oder das galaktische Zentrum, aber gleichzeitig war dieses galaktische Zentrum überall gleichzeitig. Ob das galaktische Zentrum nun eine gigantische Sonne ist oder ein schwarzes Loch oder ein weißes Loch, man weiß es nicht, man vermutet ein schwarzes Loch, aber schauen wir mal später. Auf jeden Fall ist dieses galaktische Zentrum Hunabku der oberste Gott gewesen für die Maya und auch heutzutage werden noch sämtliche Zeremonien immer wieder mit Hunabku verbunden. Man ruft also immer diese Göttlichkeit an. Der zweite wichtige, sage ich mal, sie hatten viele Götter, aber der zweite wichtige Gott ist dieser hier. Nämlich Kinich Ahau, das Bewusstsein der Sonne. Und wenn man die astrophysikalischen oder astronomischen Kenntnisse der Maya betrachtet, dann war für die Maya das nicht nur einfach Wissenschaft. Sie kannten zum Beispiel unglaubliche Zyklen astronomisch, ob das jetzt Sonnenflecken sind, Mondfinsternisse, Sonnenfinsternisse, Aufgänge der Venus, des Mars und so weiter. Also sie hatten Berechnungen angestellt ohne Computer, die der heutigen Astronomie gleichkommt. Also vor vielen Hunderten von Jahren wussten die schon Dinge, die wir erst seit jüngerer Zeit kennen. Und das ohne Computer, ohne Kenntnis angeblich des Rates, das primitive Steinzeitvolk, welches so beschäftigt war mit Menschen, Opfern und Kriegen. Muss man sich überlegen. Sie kannten insbesondere die Zusammenhänge der Evolution, die zum einen mit dem galaktischen Zentrum und auch mit dem Leben, mit dem Pulsieren unserer Sonne zu tun hat. Für sie war alles oder ist alles belebt. Also die Sonne ist nicht einfach nur ein Gestirn am Firmament, sondern ist tatsächlich eine Wesenheit, wie das auch übrigens die Römer oder die Griechen, die Ägypter, die Veden, die Inder, alle auch so gesehen haben. Also sämtliche alte Hochkulturen oder Philosophien wussten um die Lebendigkeit allen Lebens oder des Universums, dass es keine tote Materie gibt. Und die Maya sind so etwas wie Zeitreisende, sie selber nennen sich auch die Meister der Zeit. Und wie wir sehen werden, ist Zeit etwas ganz Wichtiges, etwas Multidimensionales, nicht das, was wir unter Zeit verstehen heutzutage mit unserer Uhr und mit dem Kalender. Sie hatten zum Beispiel auch, das gibt es zwar nicht oft im Maya-Land, aber sogar ihre eigenen Vorfahren oder Götter kamen vom Himmel. Sie selber sagen, sie kommen eigentlich von dem Sternbild der Plejaden. Und hier solche Engelsfiguren, das waren für sie nicht irgendwelche ätherische Engel, sondern das waren ihre Vorfahren. Sie selber sind sozusagen auf den Wellen des Lichts zur Erde gereist mit einem bestimmten Auftrag, um eine Kultur in Mittelamerika zu gründen, die ein hochstehendes Wissen verankert hat und auch in Stein hinterlassen, damit wir am Ende dieser wichtigen Zyklen, die wir noch betrachten werden,
dieses Wissen wieder bekommen. Also die Maya waren sehr multidimensional ausgerichtet. Sie haben auch sehr energetisch oder morphogenetisch gearbeitet und haben gewusst, dass all die Dinge, die sie tun, im Feld der Erde gespeichert bleibt bis zum Ende dieses großen Zyklus, von dem sie sprachen und irrtümlicherweise als der Ende des Kalenders und somit auch der Ende der Welt angeschaut wird. Sie haben unglaubliche Gebauten und Städte, Stadtstaaten gegründet, die bis zu 100.000 Menschen beherbergt haben, die nach astronomischen Codes, aber auch nach energetischen Gesetzen gebaut worden ist, wie hier die Pyramide von Kukulkan, die in ganz exakten Maßeinheiten nach der heiligen Geometrie gebaut worden ist und auch eben mathematische, aber auch zeitwissenschaftliche und astronomische Kenntnisse in sich, in ihrer Bauform beherbergt. Ein unglaubliches Bauwerk, weil ich schon mal da war. Also man staunt nur ehrfürchtig, wenn man das also sieht oder auch spürt, gerade bei den Äquinox, bei den Tag- und Nachtgleichen im Frühjahr, am 21. März oder am 22. September, ist sie so gebaut, dass der Schatten dieser Stufen eine Lichtschlange herniedersteigen lässt im Frühjahr. Das ist die gefiederte Schlange Kukulkan. Kukulkan, nicht Quetzalcoatl, das ist der aztekische Ausdruck, ist auch eine ganz andere Energie. Kukulkan herniederfährt vom Himmel, um sozusagen die kosmische Energie auf die Erde zu bringen, den Menschen verfügbar zu machen, um im Herbst dann wieder aufzusteigen. Und dieser Prozess dauert 33 Tage, 13 plus 20. Ist auch wieder ein Code, den wir dann in der Maya-Matrix, in dem Tzolk'in, wiederfinden werden. Palenque, auch eine gigantische Stadt mit bis zu 100.000 Einwohnern, die natürlich auch versorgt werden mussten. Das heißt, es mussten landwirtschaftliche und organisatorische Hürden gelöst oder Herausforderungen gelöst worden sein. Wasserversorgung, Abwasser, die ganze Organisationsstruktur einer solch riesigen Stadt, das muss man als Steinzeitvolk zuerst mal hinkriegen. Hier sehen wir die Pyramide von Uxmal, die Pyramide des Zauberers. Oder auch Tikal, weltberühmt, eine gigantische Stadt, die auch über 100.000 Einwohner in ihrer Blütezeit hatte. Oder natürlich Teotihuacan in Mexico City, die zum Beispiel auch hier wieder astronomisch sämtliche Planeten kodiert an bestimmten Punkten an der sogenannten Straße des Toten impliziert hat. Und die Maya kannten zum Beispiel alle Planeten, inklusive Uranus, Neptun und Pluto. Ja, wie kann man die kennen, wenn man die nicht ohne Teleskop sehen kann? Also woher hatten die denn dieses Wissen? Das sind Rätsel, auch woher die Maya stammen. Wenn man die offizielle Version, sollen sie angeblich von Asien aus dem Raum von Tibet über die Beringstraße nach Amerika gewandert sein. Da gibt es aber auch andere Aussagen. Wie gesagt, die Mayas behaupten von sich, sie kämen von den Plejaden oder ihre Götter kamen vom Himmel, ihre Kulturbringer oder auch aus dem Osten. Und was lag im Osten? Der Atlantische Ozean, und da kommen wir zu einem anderen Ursprung, nämlich Atlantis. Es gibt also viele Gerüchte, für mich, wie auch immer, ist der Kulturkörper, die Absicht der Maya, sicherlich von den Sternen gekommen. Und für mich selber persönlich ist die Wissenschaft der Zeit das Nonplusultra, was die Mayas uns vererbt haben. Die Wissenschaft der Zeit ist etwas, was wir in unserer westlichen Kultur überhaupt nicht kennen. Doch bevor ich näher auf die Zeit, auf das Thema, was Zeit überhaupt ist, was es für kosmologische Zusammenhänge eigentlich beinhaltet und auch quantenphysikalische Zusammenhänge, machen wir den Sprung wieder in die Jetztzeit. Ich nenne die Jetztzeit Armageddon. Die Offenbarung. Das ist aber ein schönes Wort. Hier ein schönes Symbol für diese heutige Zeit, Beginn des dritten Jahrtausends. Die neue Weltordnung, ein Begriff, den wir seit einigen Jahren schon aus der Politik kennen. Ich nenne es noch zusätzlich babylonisches Zeitalter, weil eigentlich unsere Kultur, wie wir sie heute als sogenannten Höhepunkt erleben, seine Wurzeln in Babylon hat. Auch die zwei Türme hier, ich meine, das war ja ein sehr extremes Ereignis, was um die Welt ging, was auch von vielen morphogenetischen Messinstrumenten gemessen werden konnte, dass wirklich das schon Stunden vor dem Anschlag im Massenbewusstsein seine Resonanz erzeugt hatte, die Menschen schon reagiert hatte, bevor es überhaupt passiert ist. Ein Phänomen, das also die Zukunft irgendwie mit der Gegenwart verbunden ist. Und zwar nicht von der Gegenwart in die Zukunft reichend, sondern von der Zukunft in die Gegenwart zurückreichend. Das ist auch ein Phänomen, was der Tzolk'in beinhaltet.
Und warum? Dass die Mayas auch so hervorragende Propheten waren, beispielsweise die Zukünfte erkennen können, konnten, also die möglichen Zukünfte. Eine weitere Person, die jetzt mittlerweile von der Bühne abgetreten ist, eines der schlimmsten Desaster, welches was Amerika getroffen hat, hier von CNN, von Sky News, stimmt tatsächlich. Ich meine, bei ihm hat man gemerkt, er ist nur eine Marionette, er ist nur ein Produkt eines Clans der Bushs, der hergezüchtet worden ist und selber kaum über den IQ verfügt, irgendetwas in seinem Leben wirklich hinzukriegen. Wir haben jetzt einen Marionettenwechsel. Ein christlicher Moslem oder ein muslimischer Christ. Sehr interessant, das hängt wieder mit den Prophezeiungen der Bibel zusammen hinsichtlich Antichrist. Naja, es wird ein anderes Thema, aber auf jeden Fall auch hier eine Marionette, die einfach besser geschult ist. Ein politischer Nobody, der von der Hochfinanz zum teuersten Wahlkampf der USA gestützt worden ist. Und der mittlerweile der Federal Reserve Bank die absolute Allmacht gegeben hat. Also bei ihm sieht man auch, wer hinter ihm steht, auch Brzezinski oder wie der heißt. Genau, ich kann mir den Namen nicht merken, brauche ich nicht. Auf jeden Fall einer, der die neue Weltordnung propagiert und hier die Pläne entsprechend umsetzt. Er wird derjenige sein, der eben hier als Friedensnobelpreisträger, da sieht man wieder, wem das Nobelkomitee verpflichtet ist. Er scheiden sich auch die Geister jetzt mittlerweile, also Riesentumult, dass er den Friedensnobelpreis gekriegt hat. Eben, um welchen Frieden geht es da überhaupt? Hier vielmehr einer derjenigen, der die Fäden in der Hand hat, David Rockefeller, der scheintot immer noch sehr machtvoll ist und eigentlich eben einer dieser Kräfte symbolisiert oder dieser Gruppierung symbolisiert, die wirklich das Sagen haben. Anderes Thema, die Angie, die jetzt zum zweiten Mal wieder Puppe spielen darf in der Weltpolitik, von Forbes Magazin die mächtigste Frau der Welt gekürt vor kurzem. Hier haben wir die mächtigste Frau der Welt, Queen Elizabeth II., die nicht umsonst Vorsteherin, also Chefin des British Commonwealth ist, zu dem mehr als 200 Staaten angehören. Also ein riesiger kollektiver Völkerbund, der hier ihr untersteht. Man sieht es auch von der Macht her, rein symbolisch, was die Steine betrifft. Ja, Steine sind Macht. Juwelen strahlen Macht aus und besitzen Kräfte. Und da ist die Angie, also mit ihren paar Perlen. Und dann haben wir hier also Queen Elizabeth, die in diesen uralten Zeremonien, die hier immer wieder zelebriert werden, auch die zurückreichend auf Babylon, eine ganz alte Blutlinie des Adels, mit unglaublichen Klunkern, echten Edelsteinen behaftet, wie hier diesem riesen Rubin und Saphiren. Also Wahnsinn, was diese Frau an sich energetisch trägt, wenn sie solche Rituale macht. Und das ist Macht. Und das hat nichts mit Repräsentation zu tun. Auch die schöne neue Welt haben wir mittlerweile, dank dem 11. September, haben wir ja dieses Phänomen, dass wir überall überwacht werden, ganz legal, unsere Bürgerrechte werden beschnitten und so weiter. Weiß ich nicht mehr. Tut mir Wir haben zwar unsere Gelddruckmaschine, weil Geld ist ja heutzutage sowieso nichts mehr wert, das wird ja nur noch rausgehaut. Das meiste Geld existiert virtuell, digital. Die FED druckt ja Dollarnoten ohne den M3-Faktor, also diesen Faktor der Geldmenge zu veröffentlichen seit einem Jahr. Da wird das alles rausgehaut. Auch die ganze Finanzkrise ist eine künstliche Schöpfung. Das heißt, hier ist hauptsächlich, wenn überhaupt, digitales Zahlengeld, welches nie existiert hat und auch nie einen Wert gehabt hat, wirklich vernichtet, beispielsweise einfach nur umgepflanzt. Ich habe auch kürzlich gelesen, dass der amerikanische Finanzminister erfahren hat, dass am 11. September 2008 innerhalb von ein, zwei Stunden 500 Milliarden Dollar auf elektronischem Weg den US-Banken entzogen worden ist. Und das ist der eigentliche Grund für die Finanzkrise gewesen, was dann eben diesen sowieso krankhaften, illusorischen Blase der Weltwirtschaft zum Platzen gebracht hat. Also ein gezielter Angriff, witzigerweise auch an einem 11. September. Also die Weltwirtschaftskrise, wie wir sie heutzutage und alle von der Krise reden, ich weiß zwar nicht welche Krise, aber die reden alle davon, war wirklich ein Inszenarium, was man gezielt dann auch gemacht hat. Geld ist ein großes Thema auch, gerade mit den Begriffen Zeit ist
Geld, das erste Geld wurde in Babylon, auch hier wieder als Schekel in Umlauf gebracht. Der Schekel gibt es heute noch in Israel, auch ein heißes Gebiet geopolitisch unserer Welt. Das große Dilemma hauptsächlich ist, Zeit ist Geld. Dieser Begriff, der wirklich überall drin ist, mittlerweile geht es ja nur noch ums Geld seit einigen Jahrzehnten, aber dieser Begriff Zeit ist Geld zeigt eigentlich das große Dilemma. Zeit ist nicht Geld, sondern Zeit ist Leben. Sage ich jetzt mal so salopp. Sehen wir dann später warum. Und wenn wir natürlich unsere Lebensenergie und unsere Lebensqualität nur noch mit dem Geld verbinden und machen wir uns natürlich abhängig mit einer Quelle, die an und für sich überhaupt nur ein Tauschsystem ist, also etwas Illusorisches, und geben da Macht ab und drehen uns dann in einem Hamsterrad wie der Dagobert, der eben überhaupt keine Lebensqualität hat, der als Persönlichkeit, als Mensch natürlich, also ich glaube, keiner will mit ihm tauschen. Sein Geldspeicher möchte zwar jeden, aber möchte den Preis nicht dafür bezahlen, seine Seele zu verkaufen im Geld. Also Geld oder Liebe, das ist auch nochmal ein guter Begriff für unser Dilemma. Auch im alltäglichen Sinne. Wir sollen immer abhängig sein, damit die Kräfte, von denen wir eben abhängig sind, angeblich, uns dann mit uns ihre Spielchen machen können, auch Kriegsspiele. Also das letzte Jahrhundert war ja das kriegsreichste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte, ist ja der Wahnsinn. Und auch immer noch gehen die Kriege weiter. Auch die Medien, ich meine die Medien, es gab einmal einen wirklich investigativen Journalismus. Das ist auch schon wieder History. Mittlerweile sind die Medien alle gleichgeschaltet. Auch hier, wenn man betrachtet, wer sagt denn den Medien, was sie bringen dürfen und was nicht, sind es wieder die gleichen Konzerne, die gleichen Familien, die gleichen Strukturen. Genauso mit der Schulmedizin. Die Ärzte haben eigentlich den hippokratischen Eid geschworen, dass sie ihr Bestes tun für die Gesundheit ihrer Kunden. Wir sind ja alle, in dem Sinn, jeder, der zum Arzt geht, ist eigentlich nur ein Kunde. Nur das Problem unserer Schulmedizin ist natürlich, dass die Therapie bezahlt wird. Und nicht die Gesundheit. Es gibt in China gibt es noch Regionen, wo die Ärzte nur bezahlt werden bei Erfolg, wenn die Patienten gesund sind. Die sind natürlich ganz anders motiviert. Unser System, da geht es nur noch um Kohle schöpfen. Was sind gute Stammkunden? Kranke Menschen, ganz einfach. Und da entsprechend mit diesem ganzen Chemieapparat, Apparatemedizin und trotzdem gibt es heutzutage so viel Kranke wie nie zuvor, obwohl die Schulmedizin angeblich so hochstehend ist und auch die Pharmazie da natürlich kräftig absahnt, inklusive Vogelgrippe, Schweinegrippe und dieser ganzen Schwachsinn, der da eben uns erzählt wird und aber eben kräftig auf die Angstschiene gedrückt wird. Ich kann euch nur empfehlen, verweigert sämtliche Impfungen, weil diese Impfungen gehen wirklich auf die Gesundheit. Ist so, also auch nach neuesten Erkenntnissen, was da für Nanopartikel drin sind, auf Eiweiße, die also wirklich kleine Roboter sind, die alles Mögliche anstellen. Dann auch das Schulsystem. Das Schulsystem war mal angeblich was dafür da, damit wir was lernen. Wer hat schon was in der Schule gelernt, außer Rechnen und Schreiben? Den Rest haben wir wegspeisen können, also ich brauche es nicht mehr. Womit beschäftigt sich die Jugend heutzutage? Perspektivelos, im Stich gelassen, keiner kümmert sich um die Jugendlichen. Die dürfen sich dann in einer Gesellschaft wiederfinden, die ihrem Bewusstsein überhaupt nicht mehr entspricht. Viele oder die meisten Jugendlichen und Kinder haben ein ganz anderes Bewusstsein. Nicht nur die Indigos oder die Kristallkinder, sondern grundsätzlich alle Kinder, sage ich jetzt mal, die vorwiegend ab den 90er Jahren auf die Welt gekommen sind, fühlen sich in unserer Gesellschaft überhaupt nicht wohl. Darum gibt es die sogenannten ADHS-Kinder, was aber auch wieder nur ein Krankheitsbild ist, um Drogen reinzupflanzen, nämlich Ritalin, was wieder die Gehirnstrukturen zerstört, das energetische System zerstört und diese Menschen komplett umwandelt. Aber auch hier mit Methode kann man sozusagen die Menschen und die Erwachsenen von morgen natürlich schon wieder gut herzüchten. Als Lämmer, als Maschinen, wie wir es aus dem Film Matrix kennen, die ihre Energie nur noch abgeben für andere Kräfte. Hier ein schönes Bild, unsere Handynetz weltweit. Geht um die Welt, also die Welt, die Erde ist mittlerweile komplett umspannt, auch in den Wüsten dieser Welt. Wir sind oft im Süden von Israel, in der Negev-Wüste, da haben wir super Handyempfang. Das seit, also von 1960 bis zum Jahr 2000 hat die Belastung mit Elektrosmog und Handystrahlung, diese ganzen künstlichen Frequenzen, um den Faktor 1 Million zugenommen. Mittlerweile ist es noch viel mehr. Also wir haben sogar bei uns im Blaubewald auch Handyempfang, zum Glück nicht viel, so ein, zwei Strichchen, aber trotzdem ist da.
Dann auch das HAAP-Projekt ist sicherlich den meisten bekannt in Alaska und angeblich soll es auch in Skandinavien mittlerweile eins geben. Ein Projekt, welches die Ionosphäre von unten her bestrahlt mit allen möglichen Frequenzen. Frequenzen, die auch Informationen mit sich tragen. Das sind also Kräfte gepaart mit Informationen, die etwas auslösen und damit gezielt irgendwelche Gebiete und Regionen dieser Welt bestrahlt werden können mit allem, was man will. Wir sehen dann später Felder, elektromagnetische Felder, das ist das Kommunikationsprinzip unseres Universums. Darüber kommuniziert das Leben jenseits von Raum und braucht dann also auch nicht die Grenzen der Physik befolgen, sondern kann darüber hinaus auch gleichzeitig kommunizieren und eben diese ganzen Strahlungen, diese technischen Strahlungen wirken auch auf unser Bewusstsein, wirken auf unseren Körper, haben also einen gezielten Einfluss und das kann man natürlich, wenn man will, auch nutzen. Also wir alle haben sozusagen für das Handynetz bezahlt und haben dadurch unser eigenes Matrix-System auch finanziert. Also wir sind so blöd. Das Internet ist interessant, rein numerologisch, weil www nach der Kabbala den Zahlenwert 666 ergibt. Und wir kennen aus der Offenbarung der Bibel, kennen wir das ja, die Zahl des Tieres. 666 definiert einfach nur eine Frequenz, die den Geist in die Materie bindet. Und das gerade dreifach. Das heißt, es ist so etwas wie ein Bewusstseinsgefängnis, wenn wir ja nur in dieser Energie leben. Und diese Energie haben wir sowieso überall auch in den Strichcodes. Der Anfang, der mittlere und der Schlussstrichcode beinhaltet auch hier wiederum die 666. Das heißt, wir werden ständig mit einer Frequenz konfrontiert, die unser Bewusstsein in der Materie, in einem materiellen Bewusstsein halten soll. Das Gegenteil davon wäre die 999, was den Geist wieder befreit aus der Materie heraus. Wobei die 666 nicht teuflisch ist. Das ist einfach eine Kraft, die wir sowieso verwenden, um unsere Ideen und Visionen in die Materie zu manifestieren. Ist ja eine gute Geschichte. Aber wenn wir natürlich da hängen bleiben, dann ist es zappenduster und wir hängen seit 5000 Jahren in dieser Frequenz. Auch das Aussterben der Pflanzen, das hat sehr viel mit der Energiefrequenz zu tun. Das ist also nicht nur der Mensch, natürlich auch. Auch das Aussterben von Tieren und so weiter. Also wir sind in einem Prozess drin, wo alles viel extremer wird. Auch die Weltbevölkerung ist ja exponentiell angestiegen. Das hatte ganz lange gebraucht, bis aus den ersten 100 Millionen mal 500 Millionen wurde. Das hat sich dann potenziert und mittlerweile sind wir schon angeblich bei 7 Milliarden. Man vermutet bis 2015 die 10 Milliarden Grenze überschritten zu haben, was angeblich das Maximum sei, was die Erde aushält oder auch ernähren kann. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Die Frage ist auch, wie viel noch bis 2050 leben. Das ist auch noch eine andere Frage. Ich möchte jetzt hier auch keine Weltuntergangsstimmung machen, aber man sieht jetzt schon, wie viele Menschen immer kranker werden, wie viele Menschen, die Sterberate nimmt zu. Also es ist einfach so, das muss man einfach erkennen, aber das hat auch wieder einen Sinn, das ist nicht von ungefähr. Gut, Zeit. Ich habe die Behauptung aufgestellt, was ist Zeit, dass wir nicht wissen, was Zeit ist. Und das ist eins der großen Rätsel, was auch in der Wissenschaft immer wieder gewälzt wird. Was ist Zeit überhaupt? Als vierte Dimension hat das Einstein eingeführt, offiziell in die Physik. Aber was ist Zeit? Wenn wir es mal betrachten, wir betrachten die Zeit heutzutage hauptsächlich über zwei Medien. Über die Uhr, eine Maschine aus Babylon, auch hier wieder, ist ein Experiment gewesen von den genialen Wissenschaftlern aus Babylon, die das dann dem Vatikan geschenkt haben. Der Papst konnte damit nichts anfangen und die Mönche haben es dann irgendwann in den Archiven entdeckt und so über die ganze Welt verstreut. Was ist das? Das ist eine Maschine an unserem Handgelenk, was sehr viel Stress verursacht. Aus zwei Gründen, weil die Uhr, also alles, was mit Zeit verknüpft ist, hat einen Einfluss auf unseren Geist, auf unser Bewusstsein, und dadurch auch auf den Geist einer Kultur. Das ist also sozusagen ein Mikroprogramm des Geistes, die Uhrzeit. Jetzt wenn wir die an der Hand tragen, dann taktet das 60 Mal in der Minute, 2 × 12 Stunden. Etwas Ähnliches, was noch so taktet, ist unser Herz. So witzig, man könnte ja den Tag auch in andere Einheiten unterteilen als in 60. Aber hier haben wir eine Taktfrequenz, die unserem Herzen sehr nahe steht, mit dem Unterschied, dass unser Herz dynamisch ist. Unser Herz ist nicht statisch, mechanisch, ne, tak, 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 sondern das hüpft mal von 85 auf 43, auf 92, auf
57 und so weiter hin und her. Das nennt man Herzratenvariabilität. Und je dynamischer unser Herz ist, umso gesünder ist es. Je statischer unser Herz ist, also je regelmäßiger unser Herzschlag ist, umso kranker ist unser Herz. Und wenn es dann eben so ganz mechanisch wird, dann sind wir Herzinfarkt gefährdet. Jetzt tragen wir die Uhr an der linken Hand mit einem Takt mechanisch. Und über den Herzmeridian wird unser physisches Herz, was dynamisch und lebendig ist, sagt, ich lebe. Das merkt man immer dann, wenn uns das Herz bis zum Hals hinaufschlägt. Dann sagt das Herz, hey, spür mich, ich lebe, du lebst, du bist kein Zombie. Und wenn wir jetzt aber die Uhr ständig hier tragen, dann bekommen wir diese mechanische Taktfrequenz ständig übermittelt und unser Herz beginnt sich dem zu unterwerfen. Das bewirkt auch, dass wir zu Maschinen werden, mitunter. Dazu kommt, dass das nichts mit Zeit zu tun hat. Das, was wir hier sehen, ist die Drehung der Erde um ihre eigene Achse. Und das ist Bewegung durch den Raum. Das ist eine rein dreidimensionale Größe. Zeit ist aber nicht eine dritte Dimension. Zeit ist die vierte Dimension, die sozusagen ein Trichter der höheren Dimensionen darstellt. Ein Resonanz, ein vertikaler Resonanzkommunikationsmittel oder ein Kanal, der die höheren Ebenen in die dritte Dimension hineinbringt. Also mit Qualitäten, mit Evolution zu tun hat und nicht mit der hohlen Bewegung der Erde um ihre eigene Achse. Der nächste, was wir hier haben, ist der gregorianische Kalender. Auch der ist ursprünglich, dieses System kommt auch aus Babylon und wurde dann von der Kirche, zuerst das julianische Kalender vom Römischen Reich und dann von der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, über die ganze Welt hinaus. Und auch hier haben wir ein Makroprogramm des Geistes, und das zudem sehr disharmonisch ist, unregelmäßig und zudem eine den Raum auch wieder in 12 zu 60 unterteilt, das heißt, die Zeit angeblich in den Kreis setzt, bewirkt also, dass wir Zeit als einen Kreislauf verstehen, der immer im Kreise rennt. Und wenn etwas immer im Kreise rennt, dann kommt ein Hamsterrad raus. Und das immer schneller rennt, je höher die Frequenz wird. Also auch hier bei unserem Kalender haben wir die Bewegung der Erde um die Sonne. Das ist Bewegung durch den Raum, das ist keine Zeit. Und wir glauben, die Uhr und der Kalender hat etwas mit Zeit zu tun. Und das beeinflusst unser Bewusstsein, mechanisiert unser Bewusstsein und macht es sehr disharmonisch. Wenn wir schon einen Kalender verwenden, dann diesen hier, den 13-Monde-Kalender, der ist sehr harmonisch, misst auch nur die Bewegung durch den Raum, also der Erde um die Sonne, aber besteht wenigstens aus 13 ganzen Monden je 4 ganzen Wochen, je 7 Tage. Wir haben also die Zahl der Materie, die spirituelle Zahl 7 und die heilige oder die Zahl der Spirale, die 13, die Zahl der Göttin. Also wir haben hier schon mal, hätten wir einen Kalender, der sehr viel mehr mit den Gesetzen der Zeit zu tun hat, mit den Gesetzen der Manifestation zu tun hat und eine Dynamik reinbringt in das laufende Jahr als vorher eben oder den aktuellen gregorianischen Kalender. Das wird, wenn wir schon den einführen würden, was übrigens 1933 versucht worden ist, aber dann natürlich vom Vatikan verhindert, weil der Vatikan hat seine Weltvormachtstellung als Weltreligion über den Kalender erreicht, weil jede Religion hat seinen eigenen Kalender. Aber wenn natürlich ein bestimmter Kalender einer bestimmten Religion als Weltkalender verwendet wird in der Wirtschaft, wie wir das machen mit dem Gregorianischen, dann hat natürlich die römisch-katholische Kirche den Fuß in der Tür, beispielsweise die Vormachtstellung aller Religionen. Und wenn natürlich wir den 13-Monde-Kalender eingeführt hätten 1933, was nicht nur für die Buchhaltung wesentlich einfacher wäre, weil jeder Mond hat 28 Tage, jeder Mond beginnt mit einem Sonntag, jeder Freitag, der zweite Freitag ist ein 13. Die Unglückszahl. Nicht von ungefähr wie die Zahl 13 verteufelt, weil sie eben eigentlich genau das Gegenteil ist. Es ist eine transzendentale Zahl. Es ist die Zahl der Spirale, die sozusagen die Erkenntnisse des Kreisganges auf eine höhere Ebene bringt. Das heißt ins Bewusstsein für die Ewigkeit. Und das will man natürlich nicht. Wir wollen, also man muss sehen, wir sind in einer Kulturphase oder in einer Kultur, in der wir Menschen uns als Säugetiere sehen sollen, die nur aus Zufall der Evolution entstanden sind, die nur glauben und sehen, was wir sehen oder anfassen können über unsere 5 Sinne und halt diesem Schicksal unausweichlich ausgesetzt sind, ohne was zu verändern. Das ist aber überhaupt nicht im Sinne der Schöpfung. Für die letzten 5200 Jahre ja, aber nicht grundsätzlich. Es soll nicht ewig so weitergehen.
Evolution ist ein großes Thema. Warum gibt es überhaupt dieses Universum? Warum gibt es überhaupt diese Raumschöpfung? Und da gibt es nicht nur bei den Maya, sondern in vielen Kulturen, auch in der vedischen insbesondere, dieser Gott, dieser Urschöpfer oder das Urschöpfende, wenn wir es mal neutral betrachten wollen, der sich selber erfahren oder das sich selber erfahren möchte über eine Schöpfung. Also den Raum, die Schöpfung kreiert, und den Raum meine ich damit auch den multidimensionalen Raum, die multidimensionale Schöpfung, um sich als Allwesen erfahren zu können. Nur als Beispiel der Verständnis: Wenn wir ständig im Licht leben würden, wüssten wir nicht, was Licht ist. Wenn wir ständig in der Allmacht leben, wissen wir nicht, was Allmacht ist. Wenn wir ständig im Frieden leben, wissen wir nicht, was Frieden ist. Es geht um die Polarisierung von zwei gegenüberliegenden Kräften, um uns zu erfahren, wer wir sind. Oder wie das Daniel Donald Walsh gesagt hat, indem wir erfahren, was wir nicht sind, erkennen wir, was wir sind. Und genau so kann man sagen, das wird in vielen Philosophien als der Grund für diese Schöpfung angeschaut. Das heißt, Gott hat sich ausgeatmet in einem Prozess des sogenannten Urknalles, wie der auch immer vonstatten gegangen ist. Und hat sich dann in einer Verdichtung dann als Sternenmasse, als vorbewusstes Wesen, anorganisch bis zum Atom entwickelt. Das ist da der erste Viertel der Schöpfung. Dann ging es weiter mit Zellbewusstsein, organisches Bewusstsein, unbewusstes Bewusstsein. Und hier hat dann sozusagen die 12-60 Zivilisation angefangen. Man könnte das zeitlich jetzt, stimmt zwar nicht zusammen, aber zeitlich sagen, das war dann vor 5200 Jahren. Und hier wäre dann 2012 in dieser Grafik. Also was wir hier eigentlich erleben hinsichtlich 2012 ist die Evolution Gottes oder des Göttlichen in der Schöpfung Halbzeit. Das heißt, man könnte auch sagen, bis zu diesem Punkt hin hat sich der Schöpfer oder das Geschöpf zu 100% in die Schöpfung hinabgeloadet, downgeloadet, wie man das neudeutsch so schön sagt. Das heißt, ab 2012 ist das volle Potenzial des schöpfenden, göttlichen Urquellentums in der Materie verfügbar. Das wäre Halbzeit. Also nichts von Weltuntergang oder dann kollabiert alles oder die Erde wird zerstört, sondern es ist einfach zu sehen, ähnlich eben wie unsere Technologie, das göttlichste, höchste Programm mit seinen ganzen Potenzialen hat bis 2012 die Hälfte der Evolution abgeschlossen. Was natürlich unglaublich interessant ist. Weil was für Möglichkeiten haben wir denn erst ab 2012? Was kommt da an Potenzial auf uns zu? Also der Tolkien selber ist die Zeitmatrix der Inhalte der Evolution über Felder kommuniziert. Ähnlich wie die Blume des Lebens, also die heilige Geometrie, basierend auf der Zahl Phi, die die Raummatrix dann definiert über eine Formstruktur, sozusagen das erfüllt. Verglichen mit der Quantenphysik und dem Weltbild von Burkhard Heim ist es so, dass der Tolkien diese Matrix, hier als Tabelle aufgelistet, die Energien des Gottraumes, welche als Dimensionen X9 bis 12 definiert worden sind von Burkhard Heim und seinen Kollegen, dessen Name mir entfallen ist, über einen Informationsraum dann hier in die Schöpfung sich ergießt. Hier ist also die Schöpfung und hier oben wäre das Schöpfende. Also auch das Schöpfende besitzt unterschiedliche Ebenen. Und die Zeit ist sozusagen der Vermittler dieser Strukturen, der Evolution oder der Wille Gottes oder der große Plan Gottes, die Inder nennen das Dharma, in die Schöpfung zu ergießen, die Evolution zu steuern, aber immer mit einer freien Wahlmöglichkeit dahinter. Das heißt, wir können uns diesem göttlichen Plan hingeben oder wir können sagen, nein, ich bin ein Ego, ich mache, was ich will. Also so nach den Worten Luzifers, der gesagt hat, ich will meine eigene Schöpfung machen. Was wir ja dürfen, wir haben ja die Wahl. Wir müssen aber auch die Konsequenzen tragen.
Gleichzeitig nimmt aber der Tolkien auch die Antworten des Lebens, der Schöpfung an sich und speichert diese Antworten auf oder in sich, um es dann wieder zu ergießen in die Schöpfung. So entsteht diese Feedbackschlaufe, die die Inder Karma nennen. Das heißt, die Früchte, die wir sehen, ernten wir auch. Wenn wir Mais sehen, dann werden wir nicht Paprika ernten, ganz einfach. Auf diesen einfachen Nenner könnte man dieses Ganze bringen. Und der Tolkien astrophysikalisch hat sozusagen seinen Ursprung in Hunabku, dem obersten Geschöpf, oder der ersten Personifizierung dieses göttlichen Urschöpfers innerhalb unserer Galaxie, der höchsten Frequenz und der höchsten Schwingung. Und das wäre hier angesiedelt. Das ist das Symbol, das die Mayas verwendet hatten, ein Symbol der Spirale, der zwei Kräfte, also dieser Polarisierung, ähnlich wie das Yin-Yang, mit den vier, beispielsweise sechs, beispielsweise sieben Himmelsrichtungen. Wir haben also mal die vier horizontalen Himmelsrichtungen hier in farblicher Darstellung, Osten, Norden, Westen, Süden. Und dann haben wir noch die Himmelsrichtung nach oben und die Himmelsrichtung, also nach oben zum Herzen des Himmels, nach unten zum Herzen der Erde und das Zentrum. Also die Mayas gehen von sieben Himmelsrichtungen aus. Das Herz des Himmels ist in jedem Menschen, in unseren Herzen, ist in jeder Zelle. Da zeige ich dann später noch etwas. Und das ist sozusagen diese Matrix, die sich astrophysikalisch ergießt, aber in Gleichzeitigkeit. Und zwar haben wir hier 20 Evolutionsstufen des Bewusstseins, also 20 Schritte, die unser Bewusstsein immer wieder durchlebt. Und so laufen wir über 20 Stufen, bis wir Ahau erreichen, die gelbe Sonne, das Christusbewusstsein, die Erleuchtung, das Bewusstsein des Göttlichen im Geschöpf. Also der Schöpfer erwacht in seinem Geschöpf. Und das taktet der Tolkien immer wieder durch, auf verschiedenen Ebenen, als Tageszählung, aber auch in fraktalen, größeren astronomischen Evolutionszyklen. Kombiniert mit 13 Schritten der Manifestation. Das heißt, die Mayas haben definiert, dass es 13 Kräfte gibt oder 13 Stufen, wie wir etwas von einer Idee in die Wirklichkeit bringen und wieder zurückführen auf die spirituelle Ebene. Das heißt, mit der irdischen Manifestation, das ist erster Schritt 10, ist es noch nicht vollendet. Sondern erst, wenn wir die Erkenntnis daraus wieder transzendentieren, das heißt, was haben wir überhaupt gelernt auf dem Weg? Also der Weg ist das Ziel. Erst dann, wenn wir das wieder verinnerlichen und wieder unserer Göttlichkeit oder unserer Seele speichern, erst dann ist der Weg vollendet und beginnt von Neuem. Und im Zentrum haben wir das I Ching, die acht Trigramme, die dann wiederum in Kombination die 64 Hexagramme ergibt, die mit der DNS-Kodierung unserer Zellen oder von uns wieder in Zusammenhang stehen. Das heißt, man kann sagen, Bewusstsein, Kraft und Evolution, genetische Evolution sind hier in diesem Modul, in diesem Symbol vereint. Hier tabellarisch aufgezeichnet, wo man jetzt dem Tolkien beispielsweise dieses Modul als Tageszählung jedem Feldchen ein Kin, eine Sonne, ein Tag zuordnet und dann schrittweise diese Kombinationen erlebt. Von dem roten Drachen 1, dann die Kombination also mit dem weißen Wind 2 und so weiter bis 13 und dann beginnt die nächste sogenannte Welle, also das nächste Unterprogramm der Schöpfung. Das ist ein Zeitteppich, der multidimensional funktioniert und der auch auf übergeordneten Zeitbrücken, Zeiten sozusagen aus der Vergangenheit und aus der Zukunft in die Gegenwart bringt. Also dieses Modul beschreibt nicht nur den sogenannten linearen Raumzeitfluss, wie wir ihn kennen, der entsteht durch die Bewegung durch den Raum, sondern eben auch, wie die Winde der Zukunft uns in der Gegenwart küssen und uns sozusagen rufen. Also unser zukünftiges Ich oder die zukünftige Menschheit existiert bereits irgendwo. Und wenn man das dann schaut, wie der Tolkien auch funktioniert, muss ich nochmal kurz wechseln, auf worauf basiert eigentlich unsere Wahrnehmung und unsere Definition, was lebt. Wir haben hier das gesamte elektromagnetische Spektrum, welches messbar ist. Und die Wissenschaft hat mittlerweile erkannt durch die moderne Technologie, dass hier eben nicht nur das, was sichtbar ist, das sichtbare Licht ist ja nur ein kleiner Spalt in diesem Frequenzsalat der Kräfte und der Informationen. Früher haben wir ja gesagt, nur was wir sehen, glauben wir oder existiert.
Und wir sehen schon bereits in dieser Grafik, ist recht begrenzt. Jetzt sagt die Wissenschaft, okay, alles was wir messen können, elektromagnetische Wellen von der Gammastrahlung bis zu den niederfrequenten Wechselströmen, nur das existiert. Ob es lebt, ist noch was anderes. Sie sagen ja, das lebt ja alles nicht. Das Leben wird ja trotzdem immer noch begrenzt. Aber es ist ja Wahnsinn, wenn wir behaupten, okay gut, es lebt nur das, was wir mit unseren fünf Sinnen begreifen können. Und diese ganzen Frequenzen, die wir zumindest messen können, seien nicht lebendig. Das ist ja ein absoluter Größenwahn. Das ist ja eine völlige Verblendung zu sagen, das, was unsichtbar für unsere Sinne ist, aber zumindest messbar für unsere technischen Apparate, hätte nichts mit Lebendigkeit zu tun. Wie die Maya sagten, alles ist belebt, der Kosmos lebt. Die nächste Grafik verdeutlicht uns noch mehr, wie begrenzt wir sind, dass nämlich das elektromagnetische Licht, also dieses ganze Frequenzband, nicht nur das ganze, letztlich nur 0,005 der ganzen Schöpfung ausmacht, Prozent. Und hauptsächlich 70% sogenannte dunkle Energie, die man jetzt erst langsam einmal mathematisch sich annähert in der Wissenschaft. Also auf dieses kleine 0,005% der Energie des ganzen Universums behaupten wir, existiert. Aber mittlerweile kommt das Bewusstsein eben aufgrund auch dieser Bewusstseinsveränderung. Da gibt es noch mehr, da gibt es noch ganz viel dunkle Energie. Die können wir nicht messen, die können wir nicht sehen, die ist eigentlich gar nicht existent, aber sie muss da sein. Darum nennen wir sie dunkle Energie. Also unglaublich, was für Lebensfelder, dass es in unserem Universum gibt und wie wir Menschen uns in unserer Arroganz dazu verhalten. Wir sprechen ja nicht mal den Tieren Leben zu. Zumindest nur also ein Leben vor dem Schnitzel. Ist so. Wir haben also hier diesen Schaltkreis, der das Zentrum der Galaxie bis in unsere Zellen hinunter steuert, evolutiv steuert. Astrophysikalische Verbindungen, quantenphysikalische Vernetzung über dieses Zeitprogramm des Zolkin, welches reptilisches Säugetier, planetares und letztlich solares Bewusstsein erschaffen will. Dass wir alle ein Reptiliengehirn haben, ist euch wahrscheinlich bekannt. Unser ältester Gehirnteil ist reptilisch, der reine Instinkt. Und erst danach kam das Säugetier, das limbische Gehirn, das emotional fähige Gehirn. Mittlerweile sind wir auf der Stufe des planetaren Geistes in der Evolution und sollen ein solares Bewusstsein erreichen. Wie funktioniert das? Ich habe das mal so definiert, dass man sagen könnte, dass diese 13 galaktischen Töne der Manifestation als Trägerkraft fungieren, um eben aus den höheren Dimensionen, wie es Burkhard Heim X7, 8 bis 12 definiert hat, in die Welt zu tragen, in die Raumschöpfung hinauszutragen, zum einen in Form von Elektronen, die deren Energiefluss aus der Vergangenheit in die Gegenwart fließt und von da aus linear in die Zukunft, aber auch als Positronen, das sind die zeitrückläufigen, die Antimaterie-Elektronen, die von der Zukunft in die Vergangenheit reisen, also von der Zukunft in die Gegenwart, die übrigens wissenschaftlich seit einigen Jahrzehnten schon gefunden oder definiert worden sind. Also es gibt tatsächlich physikalische Teilchen, die sowohl von der Vergangenheit in die Zukunft als auch umgekehrt reisen. Und das wären diese Kräfte, die das ermöglichen, dass es überhaupt aus den höheren Dimensionen in unsere dritte Dimension gelangt. Und das andere sind die 20 solaren Ziegel, diese Bewusstseinsstufen, das Information, die über Licht, über die Photonen kommuniziert werden und die Verbindung zu diesem virtuellen Quantenraum überhaupt erst ermöglichen und diese 20 Stufen, diese Abfolge der Evolution ermöglicht. Das Interessante dabei ist, was auch die Quantenphysik sagt, ist nämlich, dass es eine nicht lokale Verschränkung gibt von allen Teilchen, die irgendwann mal miteinander verquantelt, verbunden waren. Wenn man diese Teilchen, egal nach welcher Zeit, wieder trennt und ich schicke das eine Teilchen in diese Ecke des Saals und in diese Ecke des Saals oder des Universums und ich verändere die Ladung von einem Teilchen, dann verändert sich das andere Teilchen gleichzeitig, sofort. Wenn wir das jetzt weiterspinnen, was bedeutet das für uns? Für uns Menschen, ganz konkret. Woher kommen all die Teilchen meines Körpers? Aus der Erde.
Das heißt, alles, was in der Erde oder was mit Mutter Erde passiert, passiert mit mir oder in mir. Der nächste Schritt, woher kommen die ganzen Teilchen der Erde? Aus der Sonne. Das heißt, alles, was auf der Erde und in mir passiert, ist das, was in der Sonne passiert. Und umgekehrt. Was in uns Menschen passiert, passiert auch auf der Erde, passiert in der Sonne. Das sind einfach eine quantenphysikalische Zusammenknüpfung dessen, was die alten Philosophien schon immer gesagt haben. Alles ist eins. Alles ist miteinander verbunden. Keiner steht alleine da. Auch wenn wir weit weg sind vom galaktischen Zentrum, wir befinden uns ja in den Vororten der Milchstraße. Die Mayas haben das so definiert, diese Verbindung, die dann astrophysikalisch und quantenphysikalisch aus dem galaktischen Zentrum über Sirius, die Plejaden, zu unserer Sonne und letztlich auf unsere Erde gelangen. Und das in Gleichzeitigkeit. Sirius ist auch interessant, ist ein ganz spannendes Sternbild, welches in vielen Kulturen einen ganz wichtigen Status gehabt hat, also nicht nur vergöttert worden ist, sondern das, was man angebetet hat, woher die Götter kamen, von Sirius als auch die Plejaden. Das sind zwei Sternbilder, die auch in Ägypten, bei den Veden, also in vielen Kulturen hochgehalten wurde als einer der wichtigsten Sternbilder, nicht von ungefähr anscheinend. Und wenn wir betrachten, dass dann diese galaktische kosmische Strahlung, wie es die Wissenschaft so undefiniert nennt, zuerst mal auf unsere Heliopause, auf das Magnetfeld unserer Sonne trifft. Die meisten dieser Teilchen werden sozusagen abgefedert. Das heißt, dass die eigentliche Strahlung physikalisch nicht wirklich reinkommt, weil die so hochfrequent ist, dass es sozusagen unser Leben beeinträchtigen würde, weil wir sind einfach zu langsam für diese hochfrequente Strahlung. Also die Strahlung aus dem Herzen unserer Galaxie. Aber die Information gelangt hinein in unser Sonnensystem. Und ein Teil der Strahlung, und ein Teil der Teilchen. Wird dann weitervermittelt über die verschiedenen Planeten bis zu unserer Sonne, wobei in dem Weltbild der Mayas auch unser Sonnensystem ein Wesen ist mit einem Körper, wobei die Planeten Resonanzorgane sind, lebendige, wohlgemerkt Resonanzorgane. Und jeder Planet steht in Verbindung mit zwei der 20 Bewusstseinsstufen. Und so atmet das Sonnensystem die galaktische Energie ein und wieder aus. Und bei dieser Ein- und Ausatmung verbinden sich auch diese Zeitqualitäten des Zolk'in mit den planetaren Energien, gelangen zur Sonne, um von der Sonne wieder ausgeatmet zu werden und wieder zurückgeführt zum galaktischen Zentrum. Wobei das alles für uns schwer verständlich in höherer Gleichzeitigkeit passiert. Kurz zu dem Planetensystem, wie perfekt unser Sonnensystem koordiniert ist. Also wir hätten das wahrscheinlich nicht so perfekt bauen können. Da muss also eine Intelligenz dahinter gewesen sein. Schon alleine, wenn man die Planetenabstände betrachtet, zwischen den einzelnen Planeten, die in ganzen Zahlen ausgedrückt werden können. Oder auch die Verbindungen der Bewegung zum Beispiel zwischen Jupiter und Neptun, die diesen wunderbaren Stern ergeben. Das ist also ein 16-Eck, welches zwischen Jupiter und Neptun entsteht, wenn man sie immer wieder zu gleichen Zeitabständen miteinander verbindet. Oder zwischen Erde und Venus. Und nicht von ungefähr wird der Venus immer das Pentagramm, der Druidenfuß, zugeordnet. Weil die Erde mit der Venus diesen Fünfstern tanzt. Also hier ist wirklich eine höhere Intelligenz klar ersichtlich, wenn man nur schaut, wie detailliert, dass die Planeten untereinander sich verbinden. Dann die Sonne. Die Sonne ist natürlich für uns alle klar das wichtigste Lebensorgan. Der Stern in unmittelbarer Nähe, das Herz unseres Sonnensystems. Wie gesagt, für die Maya und für viele andere Kulturen ein Gott, ein lebendiges Wesen. Und wir wissen mittlerweile, oder die heilende Kraft des Sonnenlichts kommt in den letzten Jahren wieder immer mehr zur Bedeutung. Wird immer mehr kommuniziert, wie wichtig das Licht, Sonnenlicht für uns ist, weil wir Lichtwesen sind. Wir nehmen 70% der Photonen oder des Sonnenlichts über die Augen auf. Es passiert ganz viel Psychologisches und Physiologisches mit diesem Sonnenlicht in
uns. Und wenn wir das nicht haben, wenn wir eben in dunklen Räumen, dunkelhaft ist eines der schlimmsten Foltermöglichkeiten, wenn wir abgeschieden werden von diesem Sonnenlicht, werden wir krank. Vor allem, wenn wir dann noch von der Frequenz durch faradäische Käfige abgekoppelt werden, dann drehen wir vollends durch. Also Sonnenlicht ist schon mal etwas Essentielles für uns. Darum bitte an euch, nehmt bitte keine Sonnencreme und legt die Sonnenbrille, wenn möglich, weg, weil wir das brauchen. Glaubt's denn wieder nicht, diesen ganzen Erzählungen, bleibt's bloß fern von der Sonne, produziert Hautkrebs, macht krank und schaut's nicht direkt in die Sonne, weil ihr werdet blind. Das war Blödsinn, ich sehe euch alle und ich schaue viel in die Sonne. Wirklich physisch, solange ich es aushalte. Meine Netzhaut ist nicht verbrannt. Und ich bin auch viel in der Sonne, ohne Sonnencreme, wenn man das richtig intelligent macht, wird man auch nicht verbrannt, sondern man nährt sich. Das haben schon die Griechen gewusst, das haben die Römer gewusst, das haben die Ägypter gewusst. Die haben Nacktbäder gemacht in der Sonne und haben sich wirklich aufgeladen. Also Sonnenlicht ist eigentlich eins unserer wichtigsten Lebensmittel, wenn nicht das Wichtigste. Jetzt gibt es aber noch eine andere Seite der Sonne, das sind die Sonnenfleckenzyklen. Das sind diese Magnetanomalien der Sonne, die sich als schwarze Punkte zeigen, weil sie etwas kühler sind als der Rest der Corona. Und diese magnetischen Anomalien führen zu Magnetauswürfen in der Corona, die letztlich eben solche Sonnenwinde, also Sonneneruptionen, Sunflares bilden, die dann Sonnenwinde, Stürme oder Orkane in den Weltraum rausschleudern. Das sind hochpotente Teilchen und auch wiederum Wellen, Frequenzen. Und wenn natürlich, wenn man das so sieht, so das Größenverhältnis hier, die kleine Erde, und da kommt so ein Sonnenwind, dann knallt das so schön, ähnlich wie die kosmische Strahlung auf das Magnetfeld der Sonne, aber diesmal diese heftige Sonnenwinde oder Stürme auf das Magnetfeld der Erde. Auch hier wiederum, der meiste Teil wird abgeleitet und das gibt dann so eine Verkrümmung des Erdmagnetfelds in den Raum hinaus. Ein Teil der Teilchen kommt dann nach innen, aber wichtiger, viel wichtiger ist die Informationsübertragung, die da stattfindet. Was erzählt die Sonne uns? Man hat herausgefunden, dass das Erdmagnetfeld und das Sonnenmagnetfeld sich alle 8 Minuten verbinden. Zusammenkoppeln, physikalisch kann man das messen und für einige Momente, wie lange auch immer, ein paar Sekunden oder vielleicht sind es auch nur Millisekunden, eine Informationsübertragung stattfindet. Also hier redet die Sonne mit der Erde. Beispielsweise die Sonne redet mit allen Wesen auf der Erde und übergibt Information und erhält Information. Und das passiert laufend, ständig. Nur wenn so ein Sonnensturm oder Sonnenwind auf die Erde knallt, dann ist es einfach ein bisschen heftiger. Das sieht man dann auch, wenn man anschaut, was das alles ist. Hier kurze Darstellung, also in weniger als einer Stunde kommt die kosmische Ultrastrahlung an, der unsere Atomkerne ionisiert und auch für das Polarlicht zuständig ist, sage ich jetzt mal, also diese Erscheinung hat. Nach 8 Minuten kommt aber bereits diese eigentliche ultraviolette und Röntgenstrahlung, sichtbares Licht und die Radiowellen. Also hier kommen diese ganze Frequenzsalat auf die Erde zu und nach 20 bis 40 Stunden kommen dann noch die langsamen Partikel, also die Ionen, Elektronen, Positronen und so weiter. Und wenn das geschieht, dann hat man grundsätzlich, geht kurz etwas weiter, Untersuchungen gemacht. Das ist ein Thema eigentlich von Morpheus, von Dieter Broerse, das eingehend studiert hat in den letzten 30 Jahren, also die Wirkung von Feldern auf das Leben. Und man hat festgestellt, wenn also ein Sonnensturm auf die Erde trifft und zwischen der Ionosphäre und der Erdoberfläche sogenannten Atmospherics entstehen, was passiert dann mit den Menschen? Beschwerden von Hirnverletzten nehmen zu, Beschwerden von Amputierten, die Reaktionszeit des Menschen geht zurück, die Verkehrsunfälle nehmen zu, die Geburtenziffer nimmt zu, die Todesziffer aber auch, die Selbstmorde nehmen zu, die Notzuchtverbrechen nehmen zu, die Betriebsunfallziffern nehmen zu, die Einlieferungen in psychiatrische Kliniken nehmen zu, etc. pp. Auf gut Deutsch heißt das, dass wir Menschen unmittelbar darauf reagieren, wenn die Sonne uns ihre Energie um die Ohren haut. Sogar wenn sie nur sanft uns streichelt. Schon dann ist es zu viel für unsere Schaltkreise. Nicht nur physiologisch, sondern insbesondere psychologisch. Dann ist man auch noch weitergegangen und hat gesagt, okay, wenn wir jetzt die Sonnenfleckenzyklen untersucht, können wir die in Korrelation mit anderen Zyklen bringen, wie zum Beispiel mit dem Entstehen und Vergehen von Kulturen auf der Erde.
Und surprise, surprise, wir haben hier also die Sonnenfleckenaktivität und oben haben wir das Entstehen und Vergehen von Kulturen auf der Erde. Das ist gerade für unsere heutige Kultur sehr interessant, weil der nächste Höhepunkt der Sonnenfleckenzyklus ist 2012 und das ist der absolute Höhepunkt seit den letzten 400 Jahren, die man wissenschaftlich untersucht und man geht sogar davon aus, seit Jahrtausenden. Also was passiert mit unserer Kultur? Wo sind wir dann? Auf einem Höhepunkt. Und dann, na, was passiert am Höhepunkt? Geht es nur noch abwärts. Auch die Temperaturverschränkung, die Temperaturwandlungen auf der Erde, die Winterstrenge oder die Gletschertätigkeit, alles hängt mit der Sonnenaktivität zusammen, also mit der Anzahl der Sonnenflecken, beispielsweise mit der Intensität, wie oft, dass die auftreten und dadurch natürlich auch die Sonnenstürme. Man hat auch untersucht, der Zusammenhang zwischen diesen Sonnenfleckenzyklen und Kriegen und hat auch hier festgestellt, dass Kriege immer oder hauptsächlich in unmittelbarer Nähe vorher, nachher von Höhepunkten der Sonnenfleckenzyklen auftreten. Das heißt, auch der Mensch wird kriegslustiger. Kulturell gesehen, wenn die Sonne einen Höhepunkt hat. Auch hier wieder interessant, betrachtet auf 2012. Hier in dieser Grafik, die ging bis 2000, das nächste Auftreten des nächsten Höhepunktes war 2003. Was haben wir da gehabt? Den nächsten Krieg, der uns immer noch beschäftigt, den Golfkrieg 2. Der Einmarsch in den Irak. Auch die Temperatur, habe ich schon kurz angerissen, steht in direkter Verbindung mit der Sonnenzyklen, mit den Sonnenflecken. Interessant, das heißt nichts von CO2, gut, das ist ja allerdings schon abgekaut. Also jeder, der sich ein bisschen interessiert und ein bisschen recherchiert, merkt, das hat nichts mit CO2 zu tun. Der Mensch kann gar nicht den CO2-Haushalt so beschäftigen, abgesehen davon ist CO2 ein kühlendes Gas etc. pp. Da gibt es ganz viele Informationen, warum, dass dieser Schwindel gemacht wurde mit der Klimaerwärmung. Weil damit viele Milliarden von Geldern wieder freigesetzt werden für sinnlose Forschung, die man dann aber wieder anscheinend für andere Dinge verwenden kann. Dazu kommt, dass in unserem gesamten Sonnensystem, die auf allen Planeten, das Klima sich erwärmt. Das heißt, alle Planeten unseres Sonnensystems sind momentan in einem klimatologischen Wandel begriffen. Die Gletscher schmelzen, die Leuchtkraft nimmt zu, etc. pp. Also alle Planeten sind daran einbezogen, nicht nur die Erde. Und bekanntlich soll es ja auf anderen Planeten keine Menschen geben. Zumindest nicht diese Zivilisation, die so viel CO2 erzeugt. Wir sind also auf der Erde nach wie vor ausgesetzt oder direkte Resonanzwesen, inklusive die ganze Erde, zur Sonne. Das heißt, die Ionosphäre, das heißt, das ist diese Polung des Van Halen-Gürtels, der auf der kosmischen Seite und auf der erdzugewandten Seite plus minus gepolt ist, die Erdoberfläche wieder eine andere Polung hat. Das ist das, was behauptet wird, hier ist eigentlich das Gedächtnis der Erde, das ist die Festplatte, das ist die elektromagnetische Festplatte, wie wir das beispielsweise von Computern kennen. Unsere heutige Technologie verwendet elektromagnetische Felder, um Daten zu speichern und wieder abzurufen. Das heißt, wir verwenden schon die Technologie der Felder, kommen aber nicht irgendwie dahinter, dass ja alles über diese Felder verfügt. Dadurch also auch impliziert, dass da auch ständig Informationen übermittelt, kommuniziert, gespeichert und wieder abgegeben werden. Und genau diese Festplatte befindet sich angeblich, muss ich dazu sagen, ich war noch nicht da oben, habe ich noch nicht angeschaut, aber ist in diesem Van Halen-Gürtel die sogenannte Psi-Bank. Und diese Psi-Bank wiederum nimmt die Strahlung der Sonne oder auch die kosmische Strahlung des galaktischen Zentrums auf und insbesondere reagiert der Mensch und das Wetter darauf. Hier gibt es also einen Zusammenhang zwischen Sonne, Mensch, Wetter, Erde. Dementsprechend kann man auch sagen, so wie sich der Mensch in Resonanz verhält zu diesen Informationen, zu diesem Evolutionsprogramm des Zolk'in oder des göttlichen Willens, dementsprechend verhält sich das Wetter. Das heißt, das Wetter müsste nicht unbedingt verrückt spielen, würden die Menschen nicht verrückt spielen. Also je friedlicher Menschen sind, umso friedlicher ist das Wetter. Weil die Erde nimmt diese Energien sowieso auf. Die Erde fügt sich, gibt sich diesem Prozess natürlich hin. Die Erde sagt nicht, na, ich will nicht. Ich bin der einzige Planet hier in dem Sonnensystem, ich verweigere die Entwicklung. Das machen wir nur wir.
Also, hier haben wir die Sonnenfleckenzyklen. Die Sonnenflecken, die A plus und minus gepolt sind, wandern immer Richtung Äquator, um dann wieder von neuem zu beginnen. Und der Einfluss begibt sich bis auf die Planeten, also auf die Kontinentalplatten, so dass auch sogar die Erde, die Oberfläche der Erde dadurch bearbeitet wird. Das ist sozusagen die Psi-Bank. Das ist eine Grafik der Psi-Bank, unterteilt in 8 verschiedene Zolkin-Aufbauten, 4 für die nördliche und 4 für die südliche Hemisphäre. Man kann also dieses Feld in 8 verschiedene Quadranten aufgliedern. Hier der Bezug des Zolkins zu den Kontinentalplatten, das planetare Holon, also so etwas wie ein Hologramm. Das heißt, wir hier auf der Erde empfangen diese Qualitäten direkt von der Sonne, indirekt aus dem galaktischen Zentrum und gehen damit mehr oder weniger in Resonanz. Man kann auch sagen, die Hand Gottes leuchtet über die Sonne. Das ist übrigens ein Foto in Chichen Itza aufgenommen, 2003 zur Sonnentag- und Nachtgleiche im Frühjahr, unmittelbar nach dem Beginn des neuen Krieges, also des Golfkrieges. Und ich bin da rausgelaufen, da waren viele Menschen, 20.000, 30.000, und habe so gedankenlos einfach so ein schönes Foto gemacht, und erst nachher habe ich gesehen, dass hier tatsächlich wie eine Hand hinter der Sonne erschienen ist. Also wirklich, da ging es auch um den Zoff zwischen, es war ja sehr viel Empörung, dass die Amerikaner jetzt da diesen Angriffskrieg starten, ohne wirklich Rechtfertigung und so weiter. Und da war wirklich ein Kampf der Gemüter auf diesem Planeten. Und das war so eine Botschaft auch für mich persönlich zu wissen, es kommt alles okay, es ist schon gut, es ist alles im Sinne der Evolution. Es müssen auch dunkle Nächte sein, damit wir wieder das Licht des Tages erkennen. Und in dieser Phase befinden wir uns, sind wir sozusagen als Resonanzwesen, als Kulturkörper auf dieser Erde eingebunden. Wir können also in Resonanz mit dem Zolkin gehen oder wir können diese Resonanz verweigern. Wir haben die Wahl, wir haben aber nicht den freien Willen zu sagen, wohin es geht. Weil wenn die Evolution entscheidet, wo das Ziel hingeht, dann können wir entscheiden, ob wir selber laufen oder dahin geschoben werden. Aber wir können nicht entscheiden, ob wir zum Ziel hin wollen. Also freier Wille und freie Wahl, das sind zwei verschiedene Dinge. Wir können wählen, wie der Weg ablaufen soll, aber das Ziel ist klar. Weil wir ja selber ein Geschöpf des Göttlichen sind und implizieren, dass wir selber den göttlichen Funken in uns tragen. Das heißt, wir sind selber auch der Schöpfer oder das Schöpfende. Wir sind nicht nur das Geschöpf. Und dieses Schöpfende in uns will jetzt erwachen, möchte also sein Bewusstsein erweitern. Und was eben, wie gesagt, diese Evolution, wie die funktioniert, das hat alles mit Resonanz zu tun, über Felder. Und wir können entweder, wie wir das in den letzten Jahrtausenden gelebt haben, immer auf diese horizontale Resonanz, dreidimensional begrenzt, entweder bezogen auf unsere Mitmenschen oder auf die ganzen Elemente und Chemikalien und so weiter, oder mittlerweile eben die technologischen Frequenzen, oder wir können in eine vertikale Resonanz treten. Egal, was wir tun, wir sind immer in Kommunikation. Jede Sekunde, jeder Augenblick unseres Daseins sind wir in Resonanz. Auch wenn wir schlafen. Wir kommunizieren ständig mit irgendwelchen Ebenen, entweder unbewusst oder bewusst. Wir können ja wählen. Und das ist auch etwas, was für uns immer bedeutsamer wird. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit und Konzentration richten, das ziehen wir in unser Leben, zu dem werden wir. Wer also beispielsweise der Finanzkrise Aufmerksamkeit gibt, der muss sich nicht wundern, wenn es ihn trifft. Wer das aber ignoriert, diese Illusionsmatrix, einfach sagt, interessiert mich nicht, oder Schweinegrippe, oder egal, was man uns erzählt. Wir entscheiden, ob wir dem Energie geben oder nicht. Ob wir dem unsere Zeit schenken und somit unsere Lebenskraft und damit in Resonanz gehen. Und wir müssen uns einfach bewusster werden, mit was gehen wir überhaupt ständig in Resonanz. Denn wir erschaffen durch diese Resonanz unsere Matrix, unsere Realität mit. Das ist wie Holodeck oder wie eben Matrix, der Film das zeigt. Wir befinden uns in einem kosmischen Hologramm, welches uns ständig spiegelt, was wir bewusst und das ist eben der Haken, unbewusst denken, fühlen, sprechen und tun. Und da der Mensch ja maximal 5-10% bewusst ist, der Rest unbewusst, also haben wir natürlich hauptsächlich unbewusste Resultate in unserem Leben.
Aber das ändert sich ja auch. Man sieht es ja im Zeitgeist der letzten Jahre, inwieweit sich die Themen auf die Bühne bewegen, der Masse, unserer Gesellschaft, unserer Kultur, dass hier immer mehr Bewusstsein gefordert wird. Gerade zwei Kräfte der Polarität sind hier sehr maßgebend. Angst und Liebe. Beide sind sehr mächtig und beide manifestieren. Wovor wir Angst haben, ziehen wir in unser Leben. Was wir lieben, ziehen wir in unser Leben. Das ist also die Frage, alles was ich denke, tue, fühle, sage, basiert entweder auf Angst oder auf Liebe. Das ist eigentlich der gemeinsame Nenner, den wir dem Ganzen unter dem Ganzen finden, unter allem, was wir in unserem Leben. Und wenn wir natürlich ständig unsere Ängste nähren, unsere Befürchtungen, unsere Sorgen und uns an das Negative hängen, dann müssen wir nicht wundern, wenn unsere Matrix entsprechend angereichert ist mit Müll. Handherum können wir das natürlich verändern, aber wir müssen uns verändern. Wir müssen unser Ich Bin verändern. Nicht ich will, ich bin. Wir müssen in den Zustand in uns erzeugen. Und dann wird er zwangsläufig automatisch über diese Überzeugung nach außen gestrahlt, hauptsächlich über unser Herzfeld. Unser Herzfeld ist 5000 Mal stärker wie unser Gehirnfeld, das elektromagnetisch. Das heißt, wir erschaffen über unser Herzen. Das ist das, was die alten Philosophien schon immer sagen. Hier ist der Sitz des Göttlichen letztlich. Der Tolkien selber ist auch verbunden mit unseren 20 Finger und Zehen, ist auch verbunden mit unseren Chakren, ist auch verbunden mit unseren 13 Hauptgelenken unseres Körpers, ist auch verbunden mit unseren Sinnen, also Körper, Tastsinn, Geschmack, Geruch, Gehör, Augen, aber auch mit dem 6. und 7. Sinn, dem Geist des Bewusstseins und dem Zentralkanal. Das wäre dann das transzendentale Bewusstsein. Also alle 7 Sinne werden vom Tolkien sozusagen gepulst, unsere Chakren werden gepulst, unsere Gelenke werden gepulst, symbolisch die 20 Finger und Zehen, aber auch die 20 Aminosäuren in unserer DNS, die verantwortlich sind für den Aufbau unseres physischen Körpers. Auch unsere 33 Wirbel, 13 plus 20, wir haben 33 Wirbel unserer Wirbelsäule, wenn man die zusammengewachsenen des Kreuz- und Steißbeins einzeln zählt. Und 33 ist wieder die Zahl der Tage, an dem dieses Spektakel in Chichen Itza sichtbar ist, wenn die Schlange des Lichts herniedersteigt. Das läuft also nicht nur an Tag- und Nachtgleichen ab, sondern über 33 Tage. Ist auch interessant zu wissen. Also das heißt, wir werden gepulst, auch jeder einzelne Knochen unserer Wirbelsäule wird vom Tolkien gepulst. Und insbesondere unsere DNS. Unsere DNS geht in direkter Resonanz damit, weil unsere DNS ist eine Hyperkommunikationsantenne, Stab- und Spiralantenne, die fähig ist, über Licht und Gravitation mit dem Universum, sprich mit den höheren Dimensionen zu kommunizieren. Wir haben 2 Stränge. Okay, das ist die normale DNS. Das sind 3 bis maximal 10% der gesamten DNS, die in unseren Zellen so rumliegt. Also, wir leben auch hier, was unser genetisches Potenzial betrifft, nicht mal 1/10 des Potenzials, was in unserer Hardware gespeichert ist, als göttliche Software. Die DNS ist wie eine Hardware. Sie ist ein Supraleiter bei Zimmertemperatur, kann also verlustfrei Informationen empfangen, speichern und wieder abgeben. Verlustfrei. Und das Interessante dabei ist noch, dass alle 26.000 Jahre öffnen sich die Ionenverbindungen in der DNS, das heißt in diesen Eiweißverbindungen. Wenn sich diese Ionenverbindung zwischen den Elektronen öffnet, ist Raum da für eine komplett neue Menschheitskultur. Das heißt völlig ein neues Leben. Also, das heißt, dass der Tolkien diese Frequenzen, diese Lichtmatrix, diese multidimensionale, sowohl, darum sagen sie, Hunab Ku ist überall gleichzeitig, sowohl im Herzen unserer Galaxie, im Herzen unserer Sonne, im Herzen unserer Erde, in unserem Herzen, im Herzen jeder Zelle. Das heißt, wir werden auf allen Ebenen, wenn man das jetzt so aufschlüsseln will, energetisch gesehen, sowohl auf der spirituellen Ebene, und das Interessante dabei ist, dass diese Qualitäten in dem Ablauf der Manifestation der 13 Töne zuerst den spirituellen Körper informiert und dann aber den physischen
Das heißt, es geht vom Spirituellen, springt es in die DNS. Das heißt, die DNS ist dem Spirituellen wesentlich näher, als wir glauben. Unsere DNS geht also ständig mit diesen spirituellen Einflüssen in Resonanz und erst dann kommt es ins Gefühl und erst dann werden wir uns dessen bewusst. Das heißt nicht, wie wir glauben, spirituell und dann werden wir uns das bewusst, diesen spirituellen Eingebungen, und dann kriegen wir ein Gefühl dafür und dann setzen wir es um. Im Gegenteil, zuerst ist es spirituell und dann kommt zuerst die Zelle dran. Zuerst unsere Genetik. Und dann von da aus entfaltet es sich dann, bis es in unser Bewusstsein kommt. Dabei ist auch interessant, dass jeder Mensch, ähnlich wie ein Geburtshoroskop in der Astrologie, auch eine Geburtschart oder ein Kosmogramm durch seinen Geburtstag hat. Eine spezielle Qualität, mit der wir verbunden sind. Auf der höchsten Ebene sind wir der ganze Tolkien, sämtliche 260 Qualitäten. Aber in dieser Herunterverdichtung als Mensch haben wir uns für diese Inkarnation auf eine Welle von 20 fixiert und aus dieser 20 einen Schwerpunkt, also eine Qualität, ein sogenanntes Geburtskin von den 260. Und schon allein mit dieser Chart kann man sehr gut den Charakter definieren, den spirituellen Lebensplan. Man kann auch den 52-Jahres-Zyklus definieren. Für die Mayas ist es so, dass nach 52 Jahren haben wir sozusagen das erste Leben vollendet, sind dann Großvater oder Großmutter und mit 104 dann weiser Mann, weise Frau. Man sieht, wie weit die Menschheit kommt. Keiner wird mehr 104, außer Johannes Hesters. Es ist aber spannend, wenn man sich mit dieser Chart beschäftigt, was ist eigentlich mein evolutiver Schwerpunkt? Wo sind welche Kräfte, die einen unterstützen können, wenn ich Probleme habe zu manifestieren? Ich habe viele Ideen, bin sehr kreativ, kriege es aber nicht verwirklicht. Woran liegt es? Wo hänge ich in diesem Manifestationsprozess? Oder ich kreiere immer das Gleiche, ich lerne nichts draus und so weiter. Welche Kräfte helfen mir? Welche Themen sind blockiert? Weil jedes Kin hat eine Licht- und eine Schattenseite, je nachdem, was ich wähle. Wenn ich mich dem hingebe, dann gehe ich den Lichtweg. Das heißt, ich gehe mit den kosmischen Energiequalitäten in Resonanz, in positive Resonanz und kann das nutzen, kann eine Resonanz, ein Klangkörper sein für die Evolution. Oder ich wehre mich und sage, ich habe ein Ego, nein, ich will das nicht, und dann erlebe ich halt die Schattenseite. Ist also sehr förderlich, sich auch mit sich selber zur Selbsterkenntnis zu beschäftigen. Der Tolkien rastet also zusammen mit dem solaren Kalender. Man kann dazu den gregorianischen nehmen, man kann auch den 13-Monde-Kalender nehmen oder wie es die Mayas gemacht haben, den Hab. Das ist wieder ein anderer Kalender, wobei die Mayas haben 20 verschiedene Kalender gehabt, Kalendersysteme. Also das ist halt einer, mit dem sie das solare Jahr gemessen haben. Für uns in Europa wäre der 13-Monde-Kalender sehr praktisch, den zu kombinieren mit den 20 Bewusstseinsstufen und mit den 13 Kräften der Manifestation. Das ist also diese Symbolik, diese Matrix, die uns letztlich von den Mayas vererbt wurden, damit wir uns mal bewusst werden, was ist Zeit überhaupt? Warum geht es da? Um diese Schritte, dass wir alle 20 Tage einen Evolutionszyklus durchlaufen. Das heißt, wir werden gepulst von dem Urbewusstsein der Göttin, kann man sagen, der Urmutter, des Urdrachen, des Urmeeres, der Urmaterie, die aus Potenzial, aber passiv vorhanden ist, so wie der Quantenschaum, der alles zur Verfügung stellt, um damit wir damit kochen können. Und dann eben den Wind, der die Aktivität reinbringt, das ist also sozusagen dann die aktive männliche göttliche Kraft über die blaue Nacht, über die verschiedenen Stufen, bis zum Entwicklung des Instinktes, des Instinktbewusstseins der Schlange, bis zur Entwicklung des säugetier-emotionellen Bewusstseins, bis zur Entwicklung des planetaren Bewusstseins des Adlers und letztlich bis zur Entwicklung des Christusbewusstseins des solaren Geistes. Und das 20 Tage immer wieder durchlaufend in unterschiedlichen Kombinationen mit den Kräften der Manifestation, was dann letztlich einen Teppich der Zeit ergibt, der multidimensional auch untereinander verknüpft ist. Da gibt es so verschiedene Charts, das kann man also lernen, das ist nicht so schwierig. Es braucht ein bisschen ein Umdenken, aber wenn ihr anfangt mit dem zu leben, dann werdet ihr merken, dass eure Selbsterkenntnis zunimmt, aber auch die Art und Weise, wie ihr euer Leben lebt.
Das heißt, wie ihr plötzlich immer mehr in Synchronizität gelangt. Das heißt, ihr seid dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn ihr immer mehr nach innen geht und diese Resonanzen wahrnehmt, das ist also eine unglaubliche Entwicklungsbeschleuniger, wenn man beginnt, mit diesem Maya-Kalender zu leben. Man könnte natürlich auch diese Hektik und den Stress der Uhrzeit, könnte man natürlich auch etwas entschärfen, wenn man sagt, anstatt 24 Stunden, jetzt 60 Minuten, haben wir jetzt 20 solare Rhythmen mit 72 Minuten oder 13 galaktische Rhythmen mit 110 Minuten. Dann könnte man, wie das in südlichen Ländern, die ja noch mehr nach ihrem Gefühl gehen und nicht nach der Maschine an ihrem Handgelenk. Wir treffen uns in der Stunde der roten Erde. Dann haben wir wenigstens schon mal 72 Minuten Zeit, um nach unserem Gefühl dahin zu kommen. Vielleicht wartet ja noch etwas auf dem Weg, auf uns, was wir erleben sollen oder erfahren sollen. Nein, Entschuldigung, keine Zeit, da geht nicht, ich muss dahin. Aber in südlichen Ländern kommt man dann halt irgendwann. Das kann dann schon 2 Stunden Unterschied sein. Würden wir hier im Norden, in den nördlichen Ländern, aber auf unser inneres Gefühl hören, dann würden wir wahrscheinlich gleichzeitig mit dem anderen eintreffen. Aber nein, wir sind ja pünktlich. Ich als Schweizer sowieso. Ne? Nur ich habe es mir angewöhnt, nicht nach der Uhrzeit wegzufahren, sogar wenn ich in die Schweiz fahre, was ein Weg von 5 Stunden ist, gehe ich aus dem Haus, wenn mein inneres Gefühl mir sagt, ich gehe jetzt aus dem Haus, jetzt ist es Zeit loszufahren. Und dann, wenn ich losfahre, ich komme fast auf die Minute pünktlich an, egal ob mein Termin jetzt in Basel ist, in Freiburg oder sonst wo, ist wurscht. Meine innere Uhr weiß das. Mein inneres Wissen weiß, wie der Weg sein wird, wo die Staus sein werden oder sonst was, wie viel Zeit ich brauche von einer höheren Ebene. Weil das hat wieder etwas damit zu tun, dass die Zukunft bereits existiert. Das ist so ein Phänomen des Zolkins. Die Zukunft existiert deswegen, weil zum Beispiel das Herz der Erde nicht in der Bewegung durch den Raum eingebunden ist, wie die Oberfläche, auf der ich lebe. Ich habe gesagt, lineare Zeit ist ein Produkt der Bewegung durch den Raum. Wenn ich also in einem Bewegungszyklus drin bin, dann bin ich innerhalb dieses linearen Zeitzyklus. Wenn ich aber nicht in dieser Bewegung drin bin, sondern im Zentrum, das Zentrum ist ja die Mitte der Bewegung, die sich nicht bewegt, dann weiß also das Herz der Erde, wie die Zukunft auf der Oberfläche schon ausschaut. Das hat der Grund, warum, dass die Menschen schon Stunden bevor der 11. September stattgefunden hat, schon reagierte als Massenbewusstsein. Diese Ausschläge konnte man messen mit Dioden des weißen Rauschens. Das heißt, schon Stunden vor dem ersten Eintreffen des Flugzeugs in die Türme hat das Massenbewusstsein schon reagiert. Umgekehrt ist es auch so, dass die Sonne die Zukunft der Erde kennt, weil die Erde bewegt sich um die Sonne. Aber die Sonne bewegt sich nicht innerhalb dieses Kreislaufes. Ist also eine Gleichzeitigkeit, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig existiert. Und natürlich für das galaktische Zentrum gilt das für alle Sterne innerhalb der Galaxie. Und deshalb kann sich auch jeder Mensch mit seiner eigenen Zukunft schon verbinden. Ist also möglich. Wir haben also beim Zolkin in Kombination mit dem 13-Monde-Zyklus schon mal verschiedene Ebenen von Zeitqualitäten, die uns diese kosmische Strahlung bringt. Wir haben 4 verschiedene Kräfte der 4 Himmelsrichtungen, der 4 Elemente, der 4 Farben. Dann haben wir den 13-Tages-Zyklus einer sogenannten Welle, das wäre jetzt ein Manifestationszyklus. Dann haben wir einen 20-Tages-Zyklus des Bewusstseins, also ein Evolutionszyklus. Dann die Kombination von 52 Tagen, dann den Zolkin aus 260-Tages-Ablauf und letztlich den 13-Monde-Zyklus. Das heißt, plötzlich bekommt Zeit ganz viele unterschiedliche Qualitäten. Etwas, was wir aus dem Gregorianischen nicht kennen. Beim Gregorianischen Kalender wissen wir, heute ist der 11. Oktober, nach angeblicher Geburt Jesu von Nazareth und es ist Herbst. Das ist alles, was uns der Gregorianische Kalender sagt. Gibt uns keinerlei Qualität an. Vielleicht noch ein bisschen über das Wetter, aber das Wetter verändert sich ja. Das heißt, wenn wir jetzt Januar hätten, wüsste man nicht unbedingt, ist jetzt Winter, weil es können 20 Grad draußen haben. Beim Maya-Kalender hingegen haben wir ganz viele unterschiedlichste energetische, qualitative Informationen, wenn man sie versteht. Aber das kann man lernen.
Das ist nicht so schwierig, auch wenn es jetzt hier etwas überwältigend tönt. Der rote elektrische Drache, geführt durch die Kraft der Lebenskraft, ist jetzt nur mal eine Information. Dann in der Welle des blauen Sturms, am 19. Tag des elektrischen Monats, etc. pp. Also das geht dann schon in die Fraktalbereiche rein, wo wir dann auch wissen, wie ist überhaupt das Wetter, in Anführungszeichen, das evolutive Wetter in unserem Kosmos. Ich komme jetzt nämlich auf die nächste Ebene oder des Tolkiens zu sprechen, nämlich auf die fraktalen Zyklen. Fraktalzyklen heißt, dass der gleiche Aufbau, den ich als Tageskalender habe, auch in höheren Zyklen verwenden kann, als Jahreszählung und so weiter und immer gleich aufgebaut ist. Das heißt, die Ähnlichkeit des Großen finden wir im kleinsten Detail wieder. Das ist übrigens auch der Aufbau eines Hologrammes. In einem Hologramm ist sozusagen die kleinste Zelle, beinhaltet das Ganze. Das ist interessant, unser Gehirn ist zum Beispiel aufgebaut, holographisch. In jeder Nervenzelle unseres Gehirns sind alle Fähigkeiten, was in unserem Gehirn gespeichert ist, vorhanden. Also holographische Realität. Die Mayas hatten jetzt ein 20er-System, mit welchem sie sozusagen größere Zyklen errechnet haben und auf den Tolkien umgesetzt haben. Also sie haben das veranschaulicht, wenn wir jetzt jedem Kästchen einen Tag geben, dann dauert ein solcher Ablauf 260 Tage. Logisch. Die Mayas haben aber auch jedem Kästchen ein Jahr zugeordnet, dann dauert es 260 Jahre. Oder 20 Jahre, dann dauert es 5200 Jahre ungefähr. Oder 400 Jahre, dann sind wir schon bei 104.000 Jahren und so weiter. Die Mayas nannten das die neun Unterwelten. Unterwelten ist vielleicht ein bisschen ein falscher Begriff. Die Archäologen haben sogar Hölle genannt, neun Höllen. Das tönt noch besser, das passt viel besser zu diesem blutrünstigen Steinzeitvolk. Nein, es sind Unterwelten gemeint, wenn das die kosmische Evolution eine Welt ist, dann sind das verschiedene Ebenen der Evolution, an denen immer wieder von Neuem ein Zyklus dazugeschalten wird. Das heißt, wir haben letztlich neun verschiedene Tolkien-Matrizen, die in unterschiedlichen Längen getaktet werden. Wobei bei jedem das Ziel Ahau 13 ist. Ahau 13 ist die kosmische gelbe Sonne, ist die absolute Erleuchtung, ist das Bewusstsein des Gottes in der Schöpfung. Das heißt, dass die Schöpfung weiß, ich bin Gott, ich bin auch der Schöpfer. Und das nicht im blasphemischen Sinne oder im egoistischen Sinne, sondern im Einheitssinne. Die erste Unterwelt begann sozusagen beim Urknall. Das ist die zelluläre. Die dauert insgesamt 16,4 Milliarden Jahre, genauso wie es die Wissenschaft definiert. Ungefähr 15 Milliarden Jahre war der Urknall. Die Mayas sagen, nein, es waren 16,4. Wir waren alle dabei, haben es nur vergessen. Das Ziel ist also Ahau 13, das ist die höchste Frequenz und das höchste Bewusstsein. In diesem Evolutionszyklus wollte oder war die Absicht, ein Zellenbewusstsein zu entwickeln. Also aus dieser substanzlosen Masse des Urknalls eine Zelle hervorzubringen, die sich selbstbewusst ist. Und 2012 Erleuchtung erlangt. Dafür brauchte also das Universum sehr, sehr, sehr lange. Am längsten. Als das erreicht war, zumindest als das Universum gesagt hat, ich habe jetzt die Zellen, die sind sich zwar noch nicht bewusst, aber es reicht, um die nächste Stufe einzuschalten, nämlich nach Ablauf von 19/20, hat also das Universum den nächsten Evolutionsgang eingeschalten. Die zweite Unterwelt. Nämlich die Säugetierunterwelt. Jetzt ging es darum, aus diesem Zellbewusstsein ein Säugetierbewusstsein zu gestalten, wachsen zu lassen. Diese Säugetierevolution dauerte nur noch 1/20, lief also 20 Mal so schnell ab wie die Entwicklung der Zelle. 820 Millionen Jahre. Und seit den letzten 3,2 Millionen Tuns oder 3,154 Millionen Jahre befinden wir uns jetzt in dieser Erleuchtungsfrequenz.
Also das Säugetier hat den Höhepunkt schon erreicht seit 3,2 Millionen Jahren. Im letzten Zwanzigstel wiederum war der Schöpfer zufrieden und sagt, so, jetzt machen wir die nächste Stufe. Die Familie soll jetzt entstehen. Ein Familienbewusstsein. Dies wiederum hat 41 Millionen Jahre gedauert und seit 160.000 Jahren ist da die Erleuchtungsstufe erreicht. Dann kam die Sippe dran im letzten Zwanzigstel. Das heißt, nur noch 2 Millionen Jahre Zeit, um ein Sippenbewusstsein zu ergründen und entwickeln. Seit den letzten 8000 Jahren ungefähr sind auch wir hier als Sippe im Erleuchtungszustand. Dann kam das regionale Bewusstsein, was uns seit 104.000 Jahren begleitet, diese Evolution. Und hier sollten wir, zumindest vom Potenzial her, seit den letzten 400 Jahren erleuchtet sein. Als Regionen. Kann man sagen, die Regionen sind relativ friedlich mittlerweile untereinander. Es werden ja Kriege über Länder und ganze Gebiete, weil, das ist dann die nächste Stufe, die nationale Unterwelt, die seit 5125,4 Jahren läuft. Und das ist auch das Interessante gleichzeitig, weil das ist gleichzeitig auch unsere kulturelle Entstehung. Das ist unsere sogenannte Geschichte, die sagt, vor 3000 vor Christus entstanden alle Kulturen. Ob jetzt in Ägypten, in Indien, in China oder bei den Maya. Alles gleichzeitig. Bumm. Und das hat wieder mit Zeit, mit Evolution zu tun, die gesteuert ist, die gelenkt wird. Und hier sollten wir sozusagen, sind wir jetzt in den letzten 20 Jahren der Erleuchtung. Jetzt müssen wir sozusagen die höchste Frequenz des nationalen Bewusstseins erreichen. Was bedeutet Erleuchtung für Nationen? Dass es keine Nationen braucht. Es braucht keine Nationen, weil wir alle eins sind. Also der Nationalstolz. Aber das heißt nicht, dass die völkischen Kultur, das völkische Kulturerbe verloren geht. Das ist damit nicht gemeint, sondern dass es eine harmonische Integration all dieser Bibliotheken und Schätze gibt, die wir als Nationen erschaffen haben. Bewahrt wird. Seit 1756 befinden wir uns im planetaren Evolutionszyklus, der uns also ein planetares Bewusstsein bescheren möchte. Das haben wir technologisch erreicht, auch dank dem Internet und der Technologie. Eine Information hat vor 100 Jahren noch 3 Wochen gebraucht, um die Welt zu gehen, mittlerweile in 3 Minuten. Also wenn irgendwo ein Tsunami losgeht, wie kürzlich in Südostasien wieder, in 3 Minuten weiß das die ganze Welt. Das heißt, wir haben es auch gesehen vom Bild des Internets, wir sind schon neurologisch sehr gut vernetzt, technisch, digital. Aber wir als Menschen, sind wir wirklich planetar? Es gibt viele Menschen mittlerweile, die erwachen und sich als planetare oder als Globalisten, also globale Bürger sehen, nicht Globalisten, das ist was anderes. Das ist dann die Kehrseite wieder. Die globale Wirtschaft, die wieder viel zu viele Ressourcen verwendet, viel zu viel Energie benötigt und. Also das ist dann wieder die Kehrseite. Also wir sehen auch hier in dieser Evolution sind beide Seiten zugelassen vom Leben. Die dunkle Seite, also die unbewusste, egoistische, als auch die lichtvolle, hingebungsvolle Seite. Alles wird benötigt. Seit 2000 befinden wir uns in der galaktischen Evolution. Wir sollen ein galaktisches Bewusstsein erreichen. Galaktisches Bewusstsein heißt, dass wir ein Teil eines größeren Organismus sind, der belebt ist. Es gibt Außerirdische. Darum kommen diese Informationen jetzt in den letzten Jahren immer mehr hoch, werden auch die Top-Secret-Akten zum Teil wenigstens geöffnet, dass also außerirdische Begegnungen tatsächlich stattfinden. Schon seit längerem. Ein galaktisches Bewusstsein heißt, wir als Menschheit haben nicht nur eine Verpflichtung gegenüber der Erde, weil wir eine Zelle der Erde sind, sondern wir haben auch eine gemeinsame Verpflichtung in der ganzen Galaxie. Das heißt, innerhalb von nur 13 Jahren sollen wir den Sprung schaffen vom noch nicht mal wirklich erleuchteten planetaren Bewusstsein. Da steht die Erleuchtung 2012 dann an. Vielleicht haben wir es dann endlich begriffen, dass wir ein Körper sind, eine Menschheit, die miteinander verflochten ist, wo es keine Trennung gibt. Wer weiß, was wir bis dahin noch erleben müssen, dass wir das endlich kapieren, weil der Mensch lernt ja am besten über Leid, über Druck, über diesen alchemischen Prozess
wo wir sozusagen gebogen und gebeutelt werden, bis wir unser Ego endlich aufgeben und sagen, ja, okay, Leben, du hast recht. Ja, es ist mehr das Fühlen, das geht bis in die zelluläre Kulturen rein. Wie viele Völkerverpflichtungen gibt es denn? Das sehen wir immer in Israel, wir sind relativ viel in Israel. Dieser ganze Crash von 3000 Jahren, der genetisch immer noch hochgehalten wird zwischen den Palästinensern und den Juden. Das ist genetische Problematik. Und da muss es ja erlöst werden in unserer Genetik. Weil wir haben ja gesehen, dass die spirituelle Resonanz zuerst mal in der Genetik stattfindet und erst dann über unser Gefühl und erst dann bewusst wird. Und das galaktische Bewusstsein, zumindest potenziell gesehen, werden wir in den letzten 18 Tagen im Dezember 2012 erreichen. 2012 haben wir dann noch die letzten 260 Tage, da sollen wir den Sprung ins universelle Bewusstsein schaffen. Das heißt, universelles Bewusstsein heißt auf gut Deutsch, uns bewusst werden, dass alles, was wir nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, trotzdem existiert und lebt. Das heißt, all diese Dimensionen, das ganze Spektrum des Elektromagnetischen, inklusive der ganzen dunklen Materie, all diese Dimensionen bis X12 hoch, soll von uns bewusst erfahrbar und erlebt werden. Zumindest das Potenzial soll dann geschaffen werden und der 21.12. ist dann der Erleuchtungstag. Am 21.12.2012 sind alle unterschiedlichen Evolutionswelten und Zyklen auf Erleuchtung geschaltet. Das heißt, von da an haben wir bis zum universellen Bewusstsein die Möglichkeit, es zu erreichen, es zu leben. Und es gibt ja auch heute schon Menschen, die feinstofflich sehen können. Es gibt heute schon Menschen, die telepathisch sind. Es gibt heute schon Menschen, die Telekinese hervorbringen, die ihre Genetik hochtunen. Also es gibt Untersuchungen zum Beispiel bei diesen sogenannten Indigo- und Kristallkindern, dass bei denen mehr Gene aktiv sind als bei uns. Und dass auch bei Erwachsenen, die jetzt Jahrgang in den 50er, 60er, 70er Jahren, dass auch hier eine genetische Veränderung stattfindet. Tatsächlich mehr Gene plötzlich aktiv sind. Also es passiert schon was. Ein Beispiel, wir haben nicht mehr die Magier auf der Showbühne, wir haben jetzt die Mentalisten. Das ist auch so ein Zeitgeist. Genauso wie die Esoterik ist auch so ein Zeitgeist. Betrachten wir uns nochmal die Geschichtsschreibung. Dieser galaktische Strahl der letzten 5200 Jahre, beispielsweise Thuns, 5125 Jahre. Was hier alles passiert ist, man kann dann diese Abschnitte des Zolkins auch in 13 Himmel, wie es die Mayas genannt haben, unterteilen. Und jeder dieser 13 Himmel, also jeder dieser Abläufe von 20 Bewusstseinsstufen, in diesem Sinne dauert jedes solches Kins 20 Jahre, jedes Feld, hat nochmal seine evolutive Unterabsicht, sein Programm. Das erste, da ging es darum, das Sternenbewusstsein zu pflanzen. Dann kam das Baktun, die 400 Jahre, der Pyramiden, dann des Rades, dann der westlichen Berge, dann der chinesischen Kultur, dann der königlichen Siegel. Und aber das Interessante dabei ist jetzt, dass Buddha mit seinen Erleuchtungslehre, ist ja keine Religion, des Buddhismus, der Philosophie. Buddha hat ja als erster, gemeinsam mit Lao Tse und anderen, diese Mind-Teachings in der Geschichtsschreibung hinterlassen. Wie können wir aus dieser Illusion, aus dieser Matrix uns befreien? Über Meditation. Und Buddha ist genau im Zentrum dieser Zeit geboren. Dann kam die Zeit von dem Gesalbten, von Jesus Christus, das Baktun, in dem auch die Mayas ihre Anfänge dann kulturell gehabt haben. Dann die Kultur der roten und schwarzen Lords, kenne ich da nicht so aus. Dann kam das Baktun, die 400 Jahre der Hochzeit der Mayas, bis sie dann verschwunden sind, ihre Städte aufgegeben haben. Keiner weiß, wo sie hingegangen sind. Sie haben auf jeden Fall ihren Auftrag erfüllt, dann kamen die heiligen Kriege, dann kam die versteckte Saat, also sprich die Moslems. Und das letzte Baktun ist insbesondere interessant, weil das Baktun der Transformation der Materie ist. Das heißt, die letzten 400 Jahre geht es darum, dass wir die Materie transformieren. Weil hier, diese ganzen 5200 Jahre,
fielen wir komplett in die Materie. Wir haben unsere Göttlichkeit komplett verloren. Wir haben sozusagen den Höhepunkt darin erkannt, Gott ist tot. Es lebe die Wissenschaft. Diese ganze Aufklärung, die Abkehr von der Religio, von unserer Anbindung an die höheren Ebenen und die Begrenzung des Menschen als reiner Klumpen Fleisch, ein 70 Billionen Einzeller, der sich komischerweise noch gut versteht. Würden sich die Zellen in unserem Körper so verhalten wie wir Menschen, das wäre unmögliches Projekt, das Experiment wäre von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Aber auch wir Menschen sind so ein Einzellerklumpen halt von 7 Billiarden, die kohärent im Einklang zusammenwachsen sollen. Und darum mussten wir auch in die absolute Trennung reingehen, in den absoluten Materialismus. Das ist also ein wichtiger Schritt der Evolution, dass wir komplett vergessen, woher wir kommen und uns zu 100% auf das konzentrieren, was hier steht. Als Tier, als Eizeller, als rein materielles Bewusstsein, in dem alle Abläufe rein nur physiologisch definierbar sind. Es gibt keinen Geist im Körper, es gibt keine Seele, es gibt nur zelluläre Abläufe, Punkt, aus, basta. Und aus dem raus, in den letzten 400 Jahren, da haben wir dann Höhepunkt eben, auch natürlich in der ganzen Technik, und einer der Höhepunkte ist dann natürlich auch die Spaltung des Atoms. Wir haben es geschafft, das kleinste materielle Teilchen zu spalten und dadurch eine unglaubliche Transformation eingeleitet. Warum Transformation? Radioaktivität wird freigesetzt. Was ist denn Radioaktivität? Das ist das Gleiche wie die Gammastrahlen, die aus dem galaktischen Zentrum kommen. Das ist das Gleiche wie die Gammastrahlung, die hier von unserer Sonne gepulst werden. Es ist die gleiche Energie. Warum tötet uns Radioaktivität? Weil wir zu langsam sind. Die schwingt so schnell und wir in unserem Bewusstsein und dadurch auch unser Körper so langsam, dass wenn diese Hochgeschwindigkeitsteilchen und Energie auf uns trifft, dass wir sofort zerfallen, weil wir es nicht aushalten. Hingegen, wenn es uns gelingt, unser Bewusstsein derartig zu erhöhen, dass wir auch schneller schwingen, bis in die Zellen rein, dann tut uns Radioaktivität nichts mehr. Und es gibt ein Beispiel angeblich von einer Gruppe von Nonnen, die beim Abwurf der Atombombe in Hiroshima sich auf Gott konzentriert haben, in einer Gruppe, alles andere vergessen, keine Angst, keine gar nichts gehabt, nur Gott war da. Und die haben das nicht nur überlebt, sondern sie hatten keinerlei Strahlungskrankheiten, keinerlei Verstrahlung. Das heißt, was passiert auch mit dieser Genmutierung durch Radioaktivität, ist nichts anderes, dass die Gene die disharmonischen Programme unseres Bewusstseins durch die Radioaktivität sofort freisetzen. Also negative Genmutation wie Krebs ist eine Bewusstseinskrankheit und nicht eine körperliche Krankheit. Und es ist absolut heilbar, aber eben das Bewusstsein muss geheilt werden. Denn das Universum gibt Gas, auch was jetzt die Strahlung und die Teilchen betrifft. Wenn wir die schon alleine eben das letzte Baktun betrachten, der Sonnenaktivität, wird die immer heftiger. Das heißt, die Höhepunkte der Sonne werden immer stärker. Es kommt immer mehr Energie auf die Erde. Wir befinden uns jetzt in dieser Schnittstelle. Hier hat dann die galaktische Unterwelt begonnen, 2000. Es ist nicht mehr weit bis 2012. Und diese unterschiedlichen Evolutionszyklen der Unterwelten potenzieren ja die Evolution um den Faktor 20. Das heißt, nicht nur die Energie wird um 20 Mal stärker, sondern auch die Zeit bewegt sich 20 Mal schneller. Darum haben wir auch das Gefühl, dass alles, die Zeit immer schneller läuft. Weil es tatsächlich alles viel schneller schwingt. Ich bin überzeugt, könnte man von außerhalb des Systems die Frequenz der Atome und die Geschwindigkeit der Elektronen messen, würde man feststellen, dass die schneller sind, als sie waren zuvor. Das heißt, diese Beschleunigung geht bis in die Atome rein. Und dass sich sogar die Erde schneller um die eigene Achse dreht und um die Sonne dreht. Wir können das von innen heraus nicht beobachten, weil es sind ja immer noch 24 Stunden. Und es sind ja immer noch 365 Tage. Aber dass die 24 Stunden schneller sind, das müsste man jetzt von außerhalb des Sonnensystems betrachten. Das ist schwierig, von einer höheren Ebene. Aber ich bin überzeugt. 2012, was passiert da? Wir haben noch ein paar Highlights, was noch dazu kommt, astrophysikalisch. Seit ungefähr 10 Jahren, also in den 90er Jahren hat es angefangen, dass man festgestellt hat, dass aus dem galaktischen Zentrum
Gamma-Ray Bursts, also hochfrequente Gammastrahlung, wie ein Scheinwerfer direkt auf die Erde gerichtet werden. Und dass diese Gamma-Ray Bursts immer stärker werden, um mehrere 100%. Das heißt, wir bekommen einen direkten Schuss, wie wenn jemand im galaktischen Zentrum sitzt und sagt, so, dem Planet, der braucht ein bisschen Hilfe. Dem geben wir jetzt ein bisschen Speed, weil da sind ein paar Bakterien, kosmische, die sind zu langsam, dem müssen wir ein bisschen Entwicklungshilfe geben. Also wie wenn das ein bewusster Akt ist, muss man sich mal vorstellen, aus dem galaktischen Zentrum, direkt auf die Erde gerichtet. Und das wird immer stärker. Da platzt einem jetzt dann den Kragen, wenn das so weitergeht. Ein weiterer Faktor, die Heliopause der Sonne wird kleiner und schwächer. Das heißt, es kommt immer mehr galaktische Strahlung in das Sonnensystem rein. Wie wenn die Sonne sagt, okay, gut, ich ergebe mich, ich mache auf. Ich wehre mich nicht mehr, weil im Endeffekt das elektromagnetische Feld ja ein Stück weit auch ein Widerstandsfeld ist. Und Selbstschutz, weil sonst die Frequenzen zu schnell sind für das, was innerhalb passiert. Aber ich habe gesagt, die Frequenz wird jetzt erhöht und das kann man auch astrophysikalisch erkennen. Die Sonne hat ihren nächsten Höhepunkt 2012, der angeblich um mindestens 50% stärker sein soll wie der letzte, der 23. und der stärkste seit Jahrtausenden sein soll. Das heißt, wir haben nicht nur einen direkten Beschuss aus dem galaktischen Zentrum, sondern die Sonne lässt mehr durch und haut mehr raus und die Erde lässt mehr rein und dann kommt noch, dass unser Sonnensystem über den dunklen Äquator der Milchstraße wandert, auch genau 2012, auch das, dieser Äquator der Milchstraße, also wenn die Sonne so ist, die Milchstraße steht so am Himmel oder umgekehrt, wenn das die Ebene der Galaxie wäre, bewegt sich unser Sonnensystem so quer zur Galaxie und alle 64 Millionen Jahre, glaube ich, bewegen wir uns über diese Schnittstelle. Das bedeutet auch wiederum, dass hier nochmal energetisch etwas passiert. Es sind elektromagnetische Felder, es sind Frequenzwellen, zumindest das, was wir messen können. Das, was zur exotischen Materie, beispielsweise zur dunklen Materie gehört, wissen wir ja gar nicht. Aber schon allein das, was wir messen können und wissen, scheint darauf hinzuweisen, dass 2012 tatsächlich ein absoluter Höhepunkt sein wird. Die 64 Millionen Jahre hat man auch untersucht und sagt, ja komisch, alle 64 Millionen Jahre findet ein großes Massenaussterben statt, ein Artensterben. Letztes Mal die Dinosaurier, sind wir diesmal dran? Es hängt von uns ab, wir entscheiden es. Also keiner muss in Panik verfallen. Wir haben es ja in der Hand, ob wir uns dem hingeben, ob wir, wie die Maya sagen, auf den Wellen der Tsuvuya surfen. Wenn wir natürlich auf dem Surfbrett stehen, auf diesen Zeitfrequenzen, auf diesen Energien und Informationen, dann lebt es sich natürlich ganz anders. Dann müssen wir nicht mehr kämpfen. Und wenn natürlich die Frequenz erhöht wird, solar und irdisch, wird sich auch unser Bewusstsein automatisch mit erhöhen wollen, es sei denn, wir verweigern uns. Das ist eben die Wahl. Das heißt, diese Zusammenhänge hier, bis in die Zellen hinein, wird von den Mayas erklärt durch den sogenannten Tsolkien. Und es ist natürlich ganz was anderes, wenn wir eben unser Auge auf diesen Tsolkien halten, unser Bewusstsein darauf konzentrieren und mit diesen Zyklen leben. Und es ist noch alle Zeit der Welt. Es ist auch nicht so, dass 2012 ist es fertig, Schluss. Und Gott dreht den Schalter ab. Ne? Licht aus, das war's. Wer zu spät kommt, selber schuld. Es gibt zum Teil haarsträubende Erklärungen. Es sollen auch all die Menschen, die es nicht schaffen, sollen dann als Seelen zerstört und zersplittert werden und im ganzen Universum verteilt werden und bis in Ewigkeiten in dieser Aufsplitterung schmoren und leiden, bis Gott irgendwann sagt, so, jetzt kannst du wieder zusammenbauen. Also es gibt die verrücktesten Geschichten und im Endeffekt ist es eine unglaubliche Herausforderung und so spannend, weil keiner war dabei. Auch wenn es mögliche Zukünfte gibt. Das Interessante an diesen möglichen Zukünften ist ja, dass es hier wieder impliziert, es gibt parallele Realitäten. Es gibt parallele Zeitlinien. Das weiß man schon seit Montauk, seit den ganzen Zeitreisen. Und man weiß, dass nichts determiniert ist, auch aus der Quantenphysik. Es ist eine Suppe von Möglichkeiten, von Potenzialen, die alle parallel existieren. Und wir entscheiden, welche wir durch unsere Beobachtung in die Realität holen.
Das heißt, womit wir uns beschäftigen. Jetzt können wir natürlich sagen, warum werden uns dann immer Filme gezeigt, die so beschissen sind mit 2012? Ich kenne kaum einen Science-Fiction-Film, der eine schöne Zukunft zeigt. Alle sind so, na, da will ich nicht hin. Mad Max, Blade Runner, Terminator, wie sie alle heißen, die zeigen alle eine absolut lebensfeindliche Zukunft. Ja, warum? Weil Hollywood damit unser Bewusstsein schon beeinflusst. Das geht ja rein, das ist ja eine Mind-Control, beispielsweise eine Bewusstseinsprägung, die dadurch stattfindet und unser Unterbewusstsein mit seiner Angst dadurch schürt. Hoffentlich passiert das nicht. Es ist aber unser Unterbewusstsein 1 Million Mal stärker wie unser Bewusstsein und kreiert diese Realität dadurch. Also das hat alles seinen Sinn. Wir kommen gleich zu der Fragestunde. Das hat alles seinen Sinn. Darum richtet euer Bewusstsein auf die Träume und Visionen eures Herzens. Es wird ein altes Bewusstsein gelöscht, kosmologisch gelöscht, und ein neues, harmonisches Software wird jetzt downgeloadet. Die Hardware ist schon da, unser Körper zellulär ist bereits erleuchtet, unsere Zellen sind bereits fähig, das volle göttliche Bewusstsein umzusetzen. Wie gesagt, 3 bis maximal 10% unserer DNS ist aktiv. Die meisten sagen 3. Optimisten sagen 10. Also da ist noch viel, um aktiviert werden zu wollen, können. Wir müssen also nicht Angst davor haben. Die Welt regieren, die Strukturen, die das alte Bewusstsein aufrechterhalten wollen, oder die von unserer Energie profitieren und die Matrix aufrechterhalten wollen, die waren ja nicht untätig. Die wissen ja darum. Darum haben wir ja so viel technische Felder zwischen den galaktischen Strahlung, dem Sonnenlicht, also Zolkin, Erdmagnetfeld, und dazwischen haben wir Satelliten, Haarprojekt, Chemtrails, Funknetz, Radar, Radio, TV, Handynetz, Mikrowelle, ELF-Wellen, Wireless-LAN, Bluetooth, Stahlbetonbauten, die ja auch abschirmen, Medien und PC, Chemikalien, Sonnenbrille, Sonnencremes, dann die Chips und unterirdische Leitungen. Das heißt, das Plastik. Plastik. Was ich damit sagen will, ist einfach, es findet hier wirklich ein Kampf statt. Ein Kampf dahingehend, dass man verhindern will, dass wir uns dem hingeben, dass wir ein Teil dieses Prozesses sind. Glücklich, freudig, etwas Neues zu erschaffen. Eine komplett neue Mutation Menschheit zu kreieren. Nicht nur eine Transformation, das gab es schon öfters. Das heißt, etwas hat die Form verloren, ist untergegangen, eine neue Form ist aufgetaucht mit der gleichen Basis, mit dem gleichen Fundament. Es geht darum, eine Transmutation zu schaffen. Und wir sind einfach in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das müssen wir sehen, das müssen wir erkennen. Wir können nicht auf leichtgläubige, esoterische Weise sagen, die Bösen, die gibt es gar nicht, wenn ich sie nicht anschaue, sind sie nicht da. Das ist natürlich ein Blödsinn. Es ist wichtig, dass man weiß, es gibt sie, damit man auch geeicht wird. Es gibt Dämonen. Es gibt dunkle Wesen, die nicht menschlich sind, genauso wie es Engel gibt, aufgestiegene Meister oder lichtvolle Wesen. Das gibt es einfach. Und dieser Kampf herrscht auf der Erde und wir sind wie Schachfiguren zwischen den Kräften bei uns im Vollmond. Wir kennen ja das Engelchen hier, das Teufelchen hier, und beide reden aufeinander ein. Aber wir wählen. Wir sind das Zünglein an der Waage. Und das ist ein Kampf zwischen Liebe und Angst und wir müssen uns einfach wirklich bewusst werden. Darum sind ja so viele Menschen immer mehr auf diesem Bewusstwerdungsprozess, meditieren, beschäftigen sich mit Esoterik, werden Vegetarier, was auch ein Riesenthema ist, das Leid. Oder kämpfen gegen den Staat. Nur kämpfen gegen den Staat bringt nichts. Das muss man wissen, weil dann gibt man ja dem Ganzen Energie. Man kann es wissen, aha, was läuft auf der einen Seite, was läuft auf der anderen Seite, und seine ganze Energie, seinem Herzen, seiner ganzen Liebe den Visionen geben, die man sich wünscht. Also nicht kämpfen gegen das, das bringt nichts. Oder kämpfen gegen die Chip-Technologie, die uns ja schon fleißig verkauft wird, und es wird schon fleißig gechippt. Das hier war mal. Also habt ihr es vielleicht verstanden? Ist na gut, zuerst kommt der Staat, hier der Staat, oder wie die grauen Herren aus Momo, der Geschichte von Michael Ende. Hier,
wir implantieren hier einen Chip und dann sagt er, ha, das ist gegen meine Menschenrechte. Und dann sagt er, hey, wir wollen einen Chip implantieren, da kannst du damit telefonieren, es ist eine digitale Kamera und ein MP3-Player. Oh, cool. Ihr lacht, genauso funktioniert es. Es wird bereits gechippt, das ist Tatsache. Dieser Chip hat eben gemeint, ja, den sehe ich ja, wenn ich den bekomme. Dann gab es diesen kleinen Chip, der ist auch schon wieder veraltet. Ne, so ganz kleine, die sieht man schon schlechter. Im Jahr 2000 wurde schon veröffentlicht, dass Helikopter durch unseren Körper fliegen. Vor 9 Jahren hat man also Nanokopter, nicht größer als ein Viruspartikel. Hey, hallo, hat jemand schon mal ein Virus gesehen? Also Nanomaschinen. Also, das Zeugs ist mittlerweile 9 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, ja, ich weiß, Olli. Könnt ihr euch vorstellen, wie weit das die Technik mittlerweile schon ist, 9 Jahre später mit Nanotechnologie? Also das Gerücht darum auch mit der Schweinegrippe-Impfung, in dem Jahr soll es noch über die Medien so weit Angst gemacht werden, dass man sich freiwillig impfen lässt, im nächsten Jahr kommt die Zwangsimpfung. In Griechenland ist, glaube ich, eine Zwangsimpfung. Dass sich angeblich in den Spitzen der Spritzen sollen sich oder befinden sich Nanopartikel, Nanoeiweiße, die da sozusagen geimpft werden und die dann sozusagen wie ein kleiner Biochip im Körper aufnahmebereit sind für die Dinge, die man ihm sagt. Mir hat ein Arzt erzählt, dass diese Eiweißverbindungen schon im Golfkrieg eingesetzt wurden bei den GIs, die führten dann auch zu diesen Nebeneffekten wie das Golfkriegssyndrom mit Krankheiten und geistiger Verwirrung. Unter anderem hat er gesagt, geht dieses Zeugs auf die Lunge und verursacht ein Lungenversagen. Wir hatten jetzt vorgestern, wo wir nach Dresden sind, am Donnerstag die Info in den Nachrichten, die erste Frau in Deutschland ist an Schweinegrippe gestorben, an Lungenversagen. Danke, mehr Informationen brauche ich nicht. Also verweigert es auf jeden Fall sämtliche Impfungen, koste es, was es wolle. Ich meine, jede Impfung, also nicht nur Schweinegrippe. Vergesst einfach die Impfungen. Brauchen wir nicht, wir brauchen kein Aluminium, wir brauchen keine Schwermetalle, wir brauchen keine Gifte im Körper, wir haben schon genug in der Nahrung. Jeder, der in der Stadt lebt, lebt sowieso, ist ein Wahnsinn, dass die überhaupt noch leben. Ja, ist absolut lebensfeindlich, eine Stadt mit seinen Stahlbetonbauten, mit seinem Lärm, mit seinen Frequenzen, mit seinen Giften und was da alles zusammenkommt, ist der Hammer. Und das wird in den nächsten Jahren noch schlimmer werden. Also die Städte würde ich meiden. Also wer kann, zieht es aufs Land. Wenn alle auf dem Land sind, sind die Städte auch wieder frei. Nein, um das geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass unser Bewusstsein ist maßgebend. Unser Bewusstsein erschafft die Realität, egal ob ihr in einer Stadt seid oder auf dem Land. Natürlich ist es in der Natur schöner, da ziehen ja die Städte am Wochenende raus aufs Land. Aber es geht einfach darum, wir sind diejenigen, die das erzeugen, dieses Feld erschaffen aufgrund unserer Überzeugungen. Und wenn wir natürlich im Einklang mit den Feldern sind, dann werden wir automatisch das, was natürliche Ernährung ist. Ich kann mich erinnern, Bio gibt es noch gar nicht so lange. Früher war das ganz normal. Mittlerweile gibt es so viel Gifte und Chemikalien in den Stoffen, dass man das schon wieder deklarieren muss, was normal ist oder mal normal war. Auch wenn wir in diesen Feldern leben und natürlich mit den Feldern des Universums im Einklang sind, in Resonanz, dann trägt es uns ja. Das heißt, die Anstrengungen, die wir unternehmen müssen, werden entsprechend sich verkleinern, vereinfachen, wenn wir uns dem Prozess hingeben, als wenn wir uns natürlich dem Widerstand bieten. Das ist ja ganz klar. Zu Bio auch wichtiger Faktor ist natürlich auch, muss ich sagen, Fleisch essen. Bitte hört's auf. Ein Schnitzel kann nicht für seine Rechte kämpfen. Fleisch braucht keiner, schon gar nicht die Tiere. Ihr lebt wesentlich gesünder und was ganz wichtig ist, die ganzen Felder, die erzeugt werden durch das ganze Tierelend, kommen auf den Menschen zurück. Jeden einzeln, karmische Feedbackschlaufe, aber auch kollektiv. Tolstoi hat schon gesagt, solange es Schlachthäuser gibt, wird es noch Schlachtfelder geben. Ich bin seit mittlerweile fast 20 Jahren Vegetarier, ich bin pumpelgesund. Wir leben mit vielen Tieren zusammen, ich könnte kein Tier selber schlachten. Und einfach mal, wer vielleicht ein bisschen Motivation dafür braucht, erstens mal gibt es hervorragende pflanzliche Ernährung. Das sind nicht nur Körnli- und Müslifressler. Es gibt hervorragende Produkte. Das zweite ist, geht's mal in ein Schlachthaus und nehmt euch das mal so richtig rein. Also nicht nur das schön verpackte
augenfreie Schnitzel aus dem Supermarkt und geht's wirklich mal in ein Schlachthaus, stellt's euch da rein, schaut, wie die Schweine reingetragen werden, wie sie angstpanisch sind, wie sie getötet werden, riecht's das Ganze und dann schaut's mal, ob ihr dann wirklich, könntet ihr selber schlachten, also ihr könnt kein Tier töten, das ist auch wieder Faktor. Nächster Punkt, Energie. Investiert in freie Energie. Das ist ja nur ein Beispiel. Regenerierbare Energielieferanten, Wind, Sonne, Wasser und so weiter, ist ja eigentlich nur eine primitive Form der freien Energie. Es gibt schon Magnetmotoren. Es gibt freie Energiegeräte. Es wird sehr viel geforscht. Es wird sehr viel entwickelt. Das ist zum Beispiel saubere Energie, Raumenergie, Raumquantenenergie. Jeder Kubikzentimeter in diesem Raum könnte eine ganze Stadt mit Energie versorgen, wenn man das endlich auch fördern würde. Also richtet eure Aufmerksamkeit mit eurer Nachfrage auf die Dinge, die ihr wollt. Geht es diesen Weg? Es ist wirklich die Zukunft, weil wir wissen nicht, was die Zukunft, was diese Entwicklung alles bringt. Wir können sicher sein, auch wenn wir jetzt noch Hüter der Erde werden, es braucht wirklich nur eine kleine kritische Masse. Man hat in der Untersuchung herausgefunden, es braucht 8000 Menschen, die im Zustand des Friedens sind. Also nicht die ein Mantra, ich bin Frieden, sondern die tatsächlich im Zustand des Friedens sind. 8000 Menschen reichen, um die ganze Welt zu befrieden. 8000 zu 7 Milliarden, also es braucht nicht so eine große kritische Masse. Aber die Felder, die wir schon kreiert haben in den letzten 5000 Jahren, die sind ja trotzdem da. Die sind ja gespeichert. Das heißt, aufräumen müssen wir trotzdem. Wir werden natürlich schon mitunter stärkere Wetterveränderungen haben, das sehen wir ja jetzt schon. Wir werden natürlich auch sicherlich Dinge erleben, in denen mitunter viele Menschen sterben. Nur der Tod ist ja nicht das Ende. Also auch hier dieses Schreckensszenario. Das Schlimme an diesen Katastrophen ist, sind nicht die, die gestorben sind, sondern die, die überlebt haben. Das sind die, die leiden. Das sind die, die Hilfe brauchen, um wieder etwas Neues aufbauen zu können. Aber es wird sicherlich heftig werden in den nächsten Jahren. Wir wissen auch nicht, eben wie die Elektrizität, wie die ganze Versorgung sein wird. Ihr wisst, ohne Strom stehen wir auf dem Schlauch. Also wer das schon erlebt hat, mal einen Tag ohne Elektrizität, ist schon eine Herausforderung. Also gerade wenn es kalt ist draußen im Winter und dunkel. Ja. Aber wir können eine neue Erde aufbauen, indem wir den Einflüssen des neuen Himmels folgen, indem wir bereit sind, diese Information, diese Übermittlung zu integrieren und umzusetzen. Dann werden wir auf einen guten Weg relativ harmonisch in eine neue Menschheit kommen, gelangen. Aber es liegt an jedem von euch. Denkt bitte dran, jeder Einzelne ist ein Co-Kreator, ein Mitschöpfer. Jeder Einzelne ist ein Teil des Feldes. Und wie das so ist, wir entscheiden, wohin wir gehen. Der Parasit ist nichts, das Milieu ist alles. Wir sind das Milieu. Jeder Einzelne entscheidet über das Milieu. Jeder von uns hat das Ruder mit in der Hand. Nicht nur für seine eigene individuelle Realität, sondern auch für die kollektive. So, wer noch mehr wissen will oder jetzt von dem Ganzen das gerne mal auf DVD hätte, in Kürze kommt eine DVD von mir raus. Nicht nur mit mir, auch mit dem Erich von Däniken, auch mit dem Dieter Bröers, mit dem Morpheus. 3,5 Stunden ist da drauf. Dankeschön.